Schauen wir mal. Da muss ich niemanden fragen, wer jetzt reinkommt, der ist mit ausgezeichnet. Ich hoffe auch, also wie gesagt, ich bin in so einem Hotel in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich hoffe, Ja. dass die Verbindung hält. Na, das heißt, ich bin also über ganz normales, ja, wie nennt man das, Funknetz drin, aber das ist eigentlich immer stabil. Also mobiles Internet oder Ja, ja. übers Hotel. Nee, mobiles Internet. Ich habe da immer meinen eigenen Router, UMTS-Router, mit, Ja. damit ich überall arbeiten kann. Und das ist schon vernünftig. Ja. Na, deine Kollegen, der Steffen, kommt da? Der Steffen wollte auch kommen. Steffen hat mich vorhin Ich angerufen, dass der dachte. Heiko nicht kann und Heiko J. Wenzel kommt jetzt. Heiko hat irgendwie zu tun und deswegen macht Steffen das. Ja. Okay, das war mir jetzt auch neu. Ja, das ist, wir sind doch dynamisch. Ja. Ja, hallo und guten Abend. Wir warten noch auf Referenten und natürlich hoffentlich auf Teilnehmer. Und ja. Johannes hat sich gerade gemeldet. Der wird gleich da sein. Alles gut. Ich mache dich mal zum Co-Host. Ja. Das Okay. bedeutet, dass wenn irgendwie ich ausfallen sollte, aus irgendwelchen Gründen, das kann ja mal passieren, ja, Ja. dann hast du auch da gewisse Rechte, Dann die kann ich alle rauswerfen. oder alle reinlassen. So, ich muss jetzt noch mal gucken. Ich glaube, ich teile meinen Bildschirm statt die Applikation. Also ich sehe jetzt nur, ja, ich sehe hier noch so graue Blöcke drauf. Ja, das sieht so aus wie Bildschirm teilen. Zoom blendet sich selber dabei zwar aus, aber das stört das Bild. Dann muss ich hier beim Bildschirm noch mal freigeben. Genau, da mache ich nur Bildschirmpräsentation. Ah! So. Jetzt durfte Gesundheit. es, danke, jetzt durfte es wieder zu sehen sein, ne? Ja, aber immer noch mit den grauen Blöcken. Was? Wo ist denn da bei dir ein grauer Block zu sehen? Zum Beispiel unter DM3-Protokoll, ein Stück darunter ist ein großer grauer Block. Ja, da habe ich den Balken. Den kann ich aber nicht ausblenden, den brauche ich ja zum Steuern. Ja, aber seltsam, dass der halt mit übertragen wird, Ja, oder? das stimmt. Das stimmt. Also ich hoffe ja, dass das bei mir nicht so ist. Der bleibt auch da. Der bleibt da. So, jetzt ist er weg, oder? Jetzt ist er weg. Jetzt ist aber noch oben einer davon da. Deswegen sieht man nur Block J ohne N. Und rechts ist auch noch einer. So, jetzt dürfte es weg sein, oder? Jetzt ist der rechts noch da. Der rechts, den kann ich nicht. Und doch, jetzt ist nur noch ein ganz kleiner Block da. Ja. Mehr kann ich.
Mehr kann ich irgendwie nicht ausblenden. Na gut. Okay. Ich bin vorbereitet, um auch ein paar Worte zu Korpus zu sagen zur Einleitung, falls du es möchtest. Ja, gerne. Damit das Publikum so ein bisschen weiß, warum hier vier Sprecher sind, die zu unterschiedlichen Themen sprechen. Ja. Jetzt wird es aber eng, 1859. Na gut. Der Steffen fragt, ob ich reinkomme. Der Johannes hat nach dem Link gefragt. Also vielleicht haben die irgendwelche Problemchen noch. Aber ich habe den So. Link aus Meetup genommen und der hat für mich Ja, okay. funktioniert. Deshalb wundere ich mich ja. Also ich habe jetzt alle reingelassen. Ja. Jetzt kommt der Steffen. Aber Ralf, ich glaube, du solltest versuchen, deinen Bildschirm nochmal anders freizugeben, dass diese grauen Blöcke ganz verschwinden. Ja, die verschwinden dann schon. Hallo Steffen. Steffen, hörst du uns? Ich höre euch. Schön. Es waren bloß alle Links in den Einladungen waren auf ein falsches Zoom-Meeting gerichtet. Okay. Wieso das? Die waren noch, also das, was bei mir im Kalender drin war, zeigte noch auf das Meetup vom September. Und der Zoom-Link da drin sagt, dass er ungültig ist. Okay, das heißt zumindest, dass in dem Meeting jetzt niemand wartet. Offensichtlich Ich bin nicht. Das ist nicht gut. reingegangen über den Link auf meetup.com und Auch der hat der hat noch nicht. funktioniert. Okay. Für mich. Okay. Naja, es sind ja auch ein paar Kollegen, Zuhörer, Zuschauer schon drin. Hi. Da hat es ja offensichtlich auch Ja, aber die sind funktioniert. alle von uns. Der Jörg ist ja auch von uns. Ja, ich Ach so, bin es gibt. außerhalb. Ich bin von Berlin und bin auch über Meetup reingegangen. Sehr gut. So Ich soll es habe ja auch den auch. Mieterklink benutzt. Ja. So soll es ja auch sein. Jetzt ruft mich zwar jemand an hier. Augenblick, da muss ich mal rangehen. Ja? Ja, hallo? Ja, das passt jetzt gerade nicht. Ich bin in einem Meetup. So, jetzt kommen Alex Ebeling und Johannes. So, ich denke, wir warten noch 2 Minuten. Dann fangen wir an. Jawohl. Alex, schön dich zu sehen. Da sagt er nichts, bleibt gemutet.
Ist eigentlich der Link in dem Meetup? Hallo zusammen, Alex hier, Grüße. Hallo Alex. Hatte ein paar Probleme mit dem Link, jetzt läuft's aber. Ja, damit warst du nicht alleine. Also für mich hat der Link im Meetup funktioniert. Aber anscheinend nicht für Genau. jeden beim ersten Versuch. Aber in dem Termin ist ja auch der Link auf den falschen Meetup-Eintrag drin. Und damit funktioniert es auch von dort nicht. Ich habe auch mit dem Link, mit dem Meetup-Link versucht und mit dem Termin-Link versucht und hat es nicht geklappt. Das hatte ich schon mal, ich weiß auch nicht. Na gut. Also ich bin jetzt über meetup.com über den Link reingekommen. Okay, gut. Das ist das Wichtigste. So. Gut. Ich denke, wir haben es 19:05 Minuten. Herzlich willkommen zum Blockchain-Meetup Ausgabe 62. Und ja, heute soll es darum gehen, dass wir uns ein paar Anwendungen, die dem Web3 sich verschrieben haben, auf Ethereum anschauen von der Firma Corpus. Und dazu haben wir entsprechend den Steffen Kux, den Malte für Tokenize, der uns Tokenize vorstellt, Steffen, das DM3-Protokoll und Johannes Hiero.ai. Und ja, ich gehe, wie es am Anfang immer üblich ist, sage ich jetzt mal durch, kurz durch die Agenda. Und wir wollen starten, das ist die Agenda. Wir wollen starten, Begrüßung, Vorstellung und so weiter. Das wird ein bisschen kürzer werden als die 5 Minuten. Dann der erste Vortrag von Malte, Tokenized, Vorstellung, Geschäftszweck, Zielgruppe und eventuell ein paar technische Details. Ein Deep Dive, 19:30 Uhr dann, wenn wir es nicht ganz schaffen, wegen Fragen oder so, dann das DM3-Protokoll durch Steffen Kux vorgestellt. Auch hier Geschäftszweck, Zielgruppe, technisch. Und im Anschluss Johannes Pfeffer, auch von Corpus Hiero.io. Am Ende Fragen oder 20, 30 Fragen, Diskussionen. Dann auch noch ein paar Vorschläge für kommende Meetups, also thematische Vorschläge durchgehen. Und ich schätze so, ich hoffe, dass wir das zeitlich schaffen. 2045 ungefähr das Ende. Wenn es ein bisschen weniger oder ein bisschen später wird, ich hoffe, dass es interessant genug ist, dass wir dann trotzdem so lange machen können. Ich habe diese Zeit eingeplant für mich. Und ja, gibt es zu dieser Agenda noch weitere Vorschläge? Es kann ja sein, aktuelle Themen, dass wir die einbauen oder dass wir das in Fragen, Diskussionen behandeln. Dann könnt ihr jetzt auch die Teilnehmer gerne Wünsche äußern. Wie alles gut, nur eine Sache, Ralf. Ich glaube, also ich sehe rechts bei dir so ein Fenster über den. Sehen das die anderen auch? Genau. Jetzt ist es ein bisschen Ah, kleiner. ja, super, danke. Gut. Okay. Ich bin heute nur mit einem Bildschirm unterwegs. Daher ist das ein bisschen, naja, schauen wir mal. Gut. Zur Agenda, dann sage ich mal, dann ist die angenommen. Ich gehe mal weiter durch. Kurz für diejenigen, die noch nicht an einem Meetup vom Blockchain-Meetup Sexy teilgenommen haben. Uns gibt es seit 2016. Ich hatte das gegründet und wir sind jetzt 1528 Mitglieder, öffentliche Gruppe in meetup.com zu finden unter Blockchain Meetup Saxony. Ich habe ein paar Mitorganisatoren. Das ist der Alex Eveling, auch hier im Call. Johannes Pfeffer, der uns heute auch Hiero.ai vorstellt. Und ja, wir organisieren dieses Meetup. Das Meetup gibt es sowohl als Online-Meetup und auch in Dresden manchmal einmal monatlich, wenn wir es schaffen, einen sogenannten Stammtisch. Ja, und wir kündigen das immer an. Wir kündigen das auch in anderen Meetup-Gruppen an. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Das aus anderen Meetup-Gruppen Interessierte mit teilnehmen. Wir tauschen uns manchmal auch mit dem Stuttgarter Meetup aus.
Gut, unsere Community, also das ist der Meetup-Link in meetup.com. Und wir haben auch einen Media-Partner, das ist die Krypto-Blog-Plattform cryptonewsflash.com. Dort war das Meetup auch angekündigt und dort können auch Artikel und Verlinkungen, wir zeichnen das Meetup auch auf. In Zukunft werden die Videobeiträge nicht nur an YouTube zu sehen sein, sondern auch auf dieser Krypto-Blog-Plattform. Das ist wahrscheinlich Nummer 3 oder Nummer 4 von der Anzahl der Klicks und Reichweite in Deutschland, beziehungsweise ist in 5 Sprachen verfügbar, Tendenz steigend. So, ja, ich würde dann gerne auch gleich zum ersten Vortrag überleiten. Und hier Tokenize wird vorgestellt. Tokenize selber. Christoph Jentsch ist ja auch vorgeschlagen als Gründer des Jahres. Da kann ein Voting durchgeführt werden. Eventuell können wir den Link dann zum Voting dann noch im Chat mit einblenden. Da kann sich jeder beteiligen. Natürlich kann auch für anderes gewotet werden. Es sind ja auch andere Unternehmen, die dort in dem Gründer-Award, ich sag mal, ausgewählt werden können. Aber ich denke, diese Geschäftsidee ist hier so revolutionär, dass da schon aus meiner Sicht eine gewisse Empfehlung dafür zu voten da ist. Aber jetzt gebe ich an Malte weiter. Malte, du kannst jetzt deinen Bildschirm teilen und führe uns doch mal in die Geheimnisse von Tokenize ein. Vielen Dank, Ralf. Eine Frage vorweg. One question to everybody. Would anybody prefer English as the presentation language? Okay. If so, please let me know. My slides are in English, but if there are no non-German speakers, I would switch to German now for the talking. Hallo, ich bin Malte und ich darf heute das Projekt Tokenize vorstellen. Man möchte aber anfangen damit, nochmal zu sagen, was Corpus überhaupt ist. Wir haben heute drei Sprecher und wir sind alle angestellt bei Corpus. Corpus ist ein Venture Studio, vor 1,5 Jahren gegründet. Und als Venture Studio ist unser Ziel, viele Projekte sehr schnell auf den MVP-Status zu bringen und mit diesem Minimum Viable Product dann zu evaluieren, ob wir Product Market Fit haben, also ob das Projekt erfolgversprechend ist oder nicht. Das Ziel ist es, das in 3 oder höchstens 6 Monaten herauszufinden und dann mit diesem Wissen, ob das Projekt vielversprechend ist, zu entscheiden, wir machen das weiter. Wenn es weitergemacht wird, wird es ausgegründet oder wir hören damit auf. Johannes, Steffen und ich sind alle Teil dieses Kernteams des Venture Studios und Tokenize ist das dritte Projekt, an dem ich jetzt mitarbeiten durfte. Und es heißt heute technischer Deep Dive, aber wie Ralf schon gesagt hat, man könnte sagen, es ist ein bisschen revolutionär, was wir tun. Ich glaube auf jeden Fall, um die Bedeutung zu verstehen, so war es zumindest bei mir, braucht man eine nicht technische Einführung. Und aufgrund der begrenzten Zeit werde ich jetzt damit anfangen und dann die Technik so ein bisschen streifen und am Schluss fragen, ob denn noch Interesse aus dem Publikum für spezifische Vertiefungen vorhanden ist. Die Tokenisierung der GmbH führt zu einem GmbH-Token. Warum braucht man den? Es ist so, junge Unternehmen brauchen Geld, um zu wachsen. Investoren wollen jungen Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, um danach mehr Geld zurückzukriegen. Die Prozesse sind vorhanden, aber sehr träge. Was der Investor im Allgemeinen bekommt, ist ja ein Anteil an der GmbH. Und um das zu machen, muss er zum Notar gehen, müssen alle beteiligten Parteien zum Notar gehen.
und vorher Verträge ausarbeiten und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass wenn sich der Investor und der Gründer oder die Gründerin einig sind, im Allgemeinen zwischen dieser Einigung und der Akt der tatsächlichen Überweisung sowas wie mindestens 3, eher 6 Monate liegen. Und das ist eine schlimme Zeit für ein junges Unternehmen. In der Zeit kann das Unternehmen niemanden einstellen. In der Zeit kann das Unternehmen keine Dinge kaufen, die es braucht. Das ist also eine sehr harte Zeit. Und unser Ziel ist es, unter anderem diese Zeit drastisch zu reduzieren. Vor einigen Jahren gab es den ICO-Hype. Da ging es ja ganz einfach. Man hat innerhalb von wenigen Minuten in irgendein Projekt investiert, hat aber als Investor eine sehr schlechte Absicherung gehabt. Meistens waren die Token, die man bekommen hat, nichts wert. Wir wollen ein ähnliches erleben von diesem schnellen Investieren, dass das so problemlos ist, aber es muss natürlich trotzdem rechtlich abgesichert sein. Die rechtliche Seite von unserem Produkt ist ein sehr großer Anteil an dem, was wir geschaffen haben. Und das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich kann das aber unter anderem deshalb einschätzen, weil ich weiß, dass ein wirklich großer Teil unseres Geldes in die Entwicklung von dieser rechtlichen Lösung gegangen ist. Und die Leute bei uns, die sich damit auseinandersetzen, das sind unter anderem Christoph Jentsch, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist als Gründer von verschiedenen Unternehmen und als derjenige, der den DAO ins Leben gerufen hat. Und das ist auch Jens Beirich, der ein Anwalt ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Leute und deren Rechtsbeistände sehr genau wissen, was sie tun und was gebraucht wird. Die Lösung, die sie gefunden haben, ist die folgende. Das Unternehmen bindet an den Token ein Genussrecht. Auf Englisch ist die Übersetzung nicht ganz einfach. Wir haben es Participation Right genannt. Das heißt, der Tokenhalter profitiert von Dividenden, kriegt Geld, wenn es einen Exit gibt oder wenn das Unternehmen liquidiert wird. Und er hat auch ein Informationsrecht. Er ist aber kein Anteilseigner. Na, wie heißen die noch gleich bei der GmbH? Fällt mir vielleicht später ein. Um die Gesellschafter. Gesellschafter, vielen Dank. Um diese Lücke, dass die Investoren oftmals gewohnt sind, Gesellschafter zu sein und sich möglichen Benachteiligungen ausgesetzt sehen, um diese Lücke weiter zu schließen, gibt es eine sogenannte Put-Option, ein Wandlungsrecht. Das sieht so aus, dass man den Token wandeln kann in einen Unternehmensanteil. Dazu gibt es gewisse Regularien, die einzuhalten sind, aber das stärkt weiter die Rechte der Investoren. Die technische Seite, da fühle ich mich jetzt viel mehr zu Hause und könnte dazu auch besser die Fragen beantworten. Technisch wird das abgebildet durch ein ERC20-kompatibles Token auf dem Ethereum Mainnet. Dieses Token hat eine rollenbasierte Rechteverteilung. Es liegt komplett in der Hand des Unternehmens, welches das Token emittiert. Also nicht uns als Plattform unterliegt die Kontrolle, sondern unserem Kunden, der GmbH, die sich selbst tokenisiert. Es gibt die Möglichkeit einzuschränken, welche Adressen das Token verwenden dürfen. Das ist diese Allowlist, die hier genannt ist. Sowohl bei Investments, wo Tokens rausgegeben werden, als auch bei Mitarbeiterbeteiligung gibt es die Möglichkeit, diese Token für eine gewisse Zeit wegzuschließen und erst nach einer Wartezeit freizugeben. Darauf gehe ich später noch ein bisschen mehr ein. Und dadurch, dass es diesen Standards folgt, ist es sehr schön kompatibel mit dem sogenannten Money Lego des DeFi-Ecosystems. Wir arbeiten im Moment nicht aktiv daran, aber wir sehen, später
Möglichkeiten, das sehr einfach auf nur Zweitmärkten zu handeln und mit allen weiteren schönen Funktionen zu versehen, wie dass man es irgendwo hinterlegt und auf dieser Grundlage Geld ausleiht oder so, die es halt im DeFi-Ökosystem gibt. Und diese beiden Sachen miteinander zu verbinden, ein Token und das Genussrecht, das ist die Aufgabe, an der viele Projekte in Deutschland schon gescheitert sind. In mancher anderen Jurisdiktion ist das einfacher. In Deutschland ist es aber wirklich schwierig. Das Problem ist, dass man einen Token an eine Entität A herausgeben kann und der Entität A zusichert, du hast auch diese Rechte hier. Wenn aber A das Token weitergibt an eine Entität B, dann heißt das nicht immer, dass automatisch auch diese Rechte, die zugesichert wurden, weitergegeben werden. Zum Beispiel könnte diese Entität B in einem Wirtschaftsraum sein, wo man diese Rechte gar nicht wahrnehmen darf, aufgrund von Sanktionen oder anderen Problemen. Und dann wäre dieser Link zwischen dem Recht und dem Token gebrochen. Und der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, ist, dass nicht das Token selbst irgendein Recht repräsentiert, sondern das Unternehmen sagt, passt auf, wir machen eine Auslobung. Das bedeutet, wir bestimmen jetzt eine Handlung und versprechen, wer diese Handlung vollzieht, der kriegt von uns etwas. Die Handlung, die ausgelobt wird, ist, den Token des Unternehmens dem Unternehmen zurückzugeben. Und die Konsequenz daraus ist, Gesellschafter zu werden. Und so ist das Problem gelöst, dass nicht jede Transaktion, die dazwischen stattfindet, auch gültig sein muss, sondern die Handlung, die am Schluss vollzogen wird, die wird auf Gültigkeit geprüft. Nämlich hat irgendjemand, nicht mehr A, nicht mehr B, sondern vielleicht F, mir tatsächlich mein eigenes Token zurückgegeben, dann halte ich mich als Unternehmer jetzt an meine eigene Auslobung und gebe ihm, wie versprochen, zum Beispiel den Gesellschafterstand. Eben habe ich schon gesagt, während der ICO-Phase war vieles davon schon angedacht, aber schlecht umgesetzt oder auch gar nicht ernst gemeint. Wir haben darauf jetzt drei Produkte aufgebaut oder drei Funktionen unseres Produktes und die will ich kurz anschneiden. Das erste, mit dem wir an den Markt gegangen sind, ist das sogenannte Private Offer. Das funktioniert so. Ein Unternehmen und ein Investor kennen sich bereits und sind sich einig über Preis, Summe und andere Modalitäten des Investments. Dann können Sie über unsere Plattform unter Nutzung des Private Offer Features diesen Deal formalisieren und in kürzester Zeit durchführen. Bei Crypto Payment ist das Investment Atomic, das heißt, die Bezahlung und die Lieferung der Token erfolgt in derselben Transaktion. Und meine Kollegen und ich und externe Investoren haben das schon selbst durchgeführt. Das ist sehr einfach machbar innerhalb von 20 Minuten. Wenn also das Unternehmen schon auf der Plattform ist, kann es einen Link ausstellen und dem Investor zur Verfügung stellen und der Investor kann die Konditionen darin akzeptieren, die Bezahlung aus seinem Wallet veranlassen und innerhalb von 20 Minuten oder weniger diese Token geliefert kriegen. Der Kontakt mit der echten Welt hat gezeigt, dass die meisten Investoren mit einer SEPA-Überweisung bezahlen wollen.
Das funktioniert genauso gut, aber dann dauert es halt leider etwas länger. Nicht mehr innerhalb von 20 Minuten, sondern dann dauert es 2 Tage oder so. Trotzdem ist das im Vergleich zu den 3 bis 6 Monaten, die ich am Anfang angesprochen habe, extrem sehr viel schneller. Und das ist völlig legal, solange es weniger als 150 Investoren gibt, die das tun. Wenn es mehr als 150 Investoren werden, dann muss ein Prospekt erstellt werden. Was das genau bedeutet, dafür bin ich der falsche Ansprechpartner, aber es gibt dann Regulatorien von der BaFin, die sagen, dass dann mehr Paperwork notwendig ist. Die zweite Funktion, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht, ist hier dieses Public Offer. Dabei macht man dieses Angebot zu investieren nicht einem Investor, sondern man macht es generell allen und sagt, pass auf, es gibt hier eine Runde Token, meinetwegen 10.000, die will ich veräußern für 1.000 Euro das Stück. Und wenn du die kaufen möchtest, kannst du das hier tun. Das hier könnte zum Beispiel ein Invest Now-Button auf der eigenen Website sein, der die Investoren dann auf die Tokenized-Plattform führt. Und dort können sie sich entscheiden, wie sie das bezahlen und das Token genauso schnell kaufen, wie es hier mit dem Private Offer Feature funktioniert. Das richtet sich aber an eben die Öffentlichkeit. Deswegen gibt es dafür andere Regeln. Es ist nicht mehr so, dass es begrenzt ist auf 150 Investoren, sondern begrenzt auf maximal 8 Millionen pro Jahr. Solange man sich daran hält, braucht man nur ein Wertpapierinformationsblatt zu erstellen. Das ist ein sehr begrenzter Aufwand, der dafür notwendig ist. Es sind ein paar tausend Euro, die das kostet, dass die BaFin das prüft und genehmigt. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Diese paar tausend Euro, die bezahlt man sonst dem Notar. Und das ist damit eine Möglichkeit, sehr schnell von der Öffentlichkeit Geld einzusammeln. Weil die Nebenkosten hier extrem gering gehalten werden, ist es interessant, auch Investments von 200 Euro aufzunehmen. Normalerweise ein Investment in eine GmbH mit Eintragung als Gesellschafter ist völlig uninteressant, wenn das weniger als 3.000 Euro oder sowas sind. Und wirklich interessant wird es erst deutlich über 10.000 Euro, weil die Nebenkosten so hoch sind. Hier kann es sein, man fragt seine Freunde, sagt mal, könnt ihr meinem Geschäft, wollt ihr investieren hier ab 200 Euro? Und das ist sehr sinnvoll und einfach umzusetzen. Das dritte Feature, was wir darauf aufgebaut haben, ist Employee Participation. Viele junge Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter binden und motivieren, indem sie ihnen Unternehmensanteile zur Verfügung stellen. Das klappt im Allgemeinen in Deutschland über diese ESOPs und VSOPs, die auch aufwendig sind, für die Geschäftsführer in die Wege zu leiten. Hier können wir das anbieten mit den gleichen Token, die Investoren kriegen. Die Unternehmer, nein, die Mitarbeiter sind damit Investoren gleichgestellt rechtlich. Und für die Unternehmer ist es ein zu vernachlässigender Mehraufwand. Das machen wir auch gerade selbst. Also wir testen und nutzen alle Features, die wir entwickeln, selbst. Und verteilen gerade die ersten Tokenized-Token an Tokenized-Mitarbeiter auf dieser Grundlage. Wir haben Wert gelegt bei der Entwicklung, dass es einfach zu nutzen ist und dass es rechtlich sicher ist. Das sind die beiden Hauptfeatures, die unsere Kunden interessieren. Einfach zu nutzen, und Blockchain-Technologie. Das funktioniert oft sehr schlecht. Eine der Hauptstützen, die wir uns da vorgenommen haben, sind Metatransaktionen. Unsere Plattform
bietet natürlich alle notwendigen Funktionen an. Und unsere Kunden, sowohl Investoren als auch Unternehmer als auch Mitarbeiter, brauchen selber die Transaktion nicht zu bezahlen. Das heißt, sie müssen auch kein ETH in ihrem Account haben, um diese Transaktion zu bezahlen. Das funktioniert, indem wir in ihrem Namen die Transaktionen bezahlen. Das heißt aber natürlich, trotzdem ist es so gebaut, dass nur sie selbst das fahren lassen können. Alles, was wir gebaut haben, ist non-custodial. Das heißt, wir haben keine Rechte daran, jetzt viel zu ändern. Zum Beispiel am Token des Unternehmens können wir nichts beeinflussen. Nur das Unternehmen selbst hat die notwendigen Schlüssel dazu. Und wir haben dezentral gedacht. Wir wollen uns selbst nicht als Single Point of Failure haben. Sollte also unsere Web-App und unser Unternehmen irgendwann verschwinden, sind die Smart Contracts trotzdem autonom nutzbar. Zum Beispiel über ein allgemeingültiges Frontend wie Etherscan, wo all unsere Contracts verifiziert und einsehbar sind. Oder über ein anderes Frontend, das jemand anders sich dann bauen kann. Und jetzt noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Das sind unsere Smart Contracts, die wir selbst gebaut haben. Ich gehe da jetzt einmal durch. Die grün markierten sind diejenigen, die wir selbst als Plattform kontrollieren. Die blauen sind diejenigen, die das Unternehmen kontrolliert. Und der eine orangene ist halt Third Party, irgendein bereits vorhandenes Payment Token. Ich habe vorhin schon mal kurz die Allowlist angesprochen. Es kann die Notwendigkeit da sein, dass ein Unternehmen begrenzt, wer die Token nutzen kann. Zum Beispiel nur verifizierte, natürliche Menschen mit Wohnsitz im europäischen Wirtschaftsraum. Wir bieten als Plattform die Funktion an, dass wir diese Verifizierung durchführen können und in einer Allowlist, die wir pflegen, dann die entsprechenden Parameter hinterlegen. Da steht dann zum Beispiel die Adresse so und so, ist eben ein Bürger aus dem deutschen Wirtschaft, aus dem europäischen Wirtschaftsraum und damit, wenn der Token sagt, dass nur diese Personen mit ihm interagieren dürfen, funktioniert das dann? Bisher hat noch niemand Anforderungen gehabt. Also bisher sind die Requirements, die alle Token nutzen, auf Null gesetzt und die Allowlist ist nur ein Feature für die Zukunft. Dann die Fee-Settings. Wir haben natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht und einer unserer Revenue-Streams wird aus Gebühren entstehen. Im Moment stehen die Gebühren noch auf Null. Wir werden aber sehr bald von jedem Investment, das über die Plattform abgewickelt wird, einen Teil der Bezahlung einziehen als Gebühren und einen Teil der Token vom Unternehmer auch als Gebühren erhalten. Und diese Einstellungen werden im Fee-Settings-Contract verwaltet. Diese beiden Contracts gibt es erstmal einmal, während ein Token-Contract für jedes Unternehmen, das einen Token herausgeben will, erstellt wird. Also zum Beispiel N Token-Contracts, wenn wir N Kunden haben. Dieser Token, der wird dann für das Unternehmen auf der Blockchain deployed und bietet die Funktion, Token zu minten. Automatisch geht das zum Beispiel über das Private Offer. Ein Private Offer zwischen einem Unternehmer und einem Investor heißt ein Smart Contract Deployment auf der Blockchain. Während des Deployments wird das Investment abgewickelt. Ja, so funktioniert das damit. Dass der Public Offer Contract, also hiervon wird es dann zum Beispiel, wenn wir N Kunden haben, dann wird es sehr viel mehr als N Private Offer Contracts geben.
Hingegen wird wahrscheinlich jeder unserer Kunden nur einen Public Offer Contract machen. Der kann nämlich immer mit neuen Einstellungen versehen werden. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen eben 100 Token herausgeben möchte und später nochmal 300 Token herausgeben möchte, dann ist dieser Contract so gebaut, dass er wieder genutzt werden kann, auch für weitere Finanzierungsrunden. Und EP steht für Employee Participation. Tut mir leid, dass ich hier abkürzen musste. Es hat uns nicht aufs Bild gepasst. Dafür nutzen wir eine eigene Modifikation des DSS West Contracts, also ein bestehender, sehr mächtiger Contract, der so Sachen wie Cliff Periods und Vesting Periods und alles, was man braucht, sehr schön abbildet. Hier sind drei Smart Contracts, die diese drei Features, die ich eben vorgestellt habe, abbilden. Insgesamt versuchen wir modular zu bauen, sodass man auch nur die Features deployt und verwalten muss, die man wirklich möchte. Public Offer und Private Offer, da werden ja Investments drüber abgewickelt. Investments brauchen auch eine Bezahlung. Die Bezahlung kann in einer vom Unternehmer ausgewählten Kryptowährung stattfinden. Wie gesagt, kann sie aber auch in Euro über SEPA stattfinden. Und wir arbeiten ganz stark daran, mit unserem Partner Monerium zusammen, diese beiden Features zusammenzuführen, dass nämlich eine SEPA-Überweisung am Schluss auch auf der Blockchain abgewickelt wird, unter Nutzung des Euro-E-E-Money-Tokens. Das wird sehr bald möglich sein. Allgemein, Private Offer ist live und es sind weit über 2 Millionen darüber geflossen inzwischen. 2 Millionen Euro meine ich. Employee Participation ist live und wird bereits genutzt, aber noch nicht im großen Umfang. Und Public Offer wird dieses Jahr noch kommen. Das war das, was ich vorbereitet habe. Ich habe hier ein paar lange Links, falls jemand weiterlesen möchte. Wir stellen diese Präsentation hoffentlich zur Verfügung. Ich stehe auch danach für Fragen zur Verfügung. Wenn jemand sich mit technischen Fragen an mich wenden möchte, ist hier meine E-Mail-Adresse. Oder für andere Fragen ist hier unsere allgemeine tokenized E-Mail-Adresse. Aber noch viel besser wäre es, wenn jetzt jemand Fragen hätte. Ja, wir haben einige Fragen im Chat. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Hier steht, wie wird Kauf oder Verkauf der GmbH-Tokens versteuert? Oder generell das Thema Mehrwertsteuer mit bei diesem Kauf, Verkauf der Token? Ja, also dem Unternehmen wird die Bezahlung zur Verfügung gestellt. Wie eine GmbH Investitionen in sich selbst versteuert, das weiß ich gar nicht. Ich bin leider kein Unternehmer und kann das deshalb nicht beantworten. Wir kümmern uns aber nicht um die Abführung dieser Steuern. An einer anderen Stelle bin ich vielleicht mehr aussagefähig, und zwar bei der Employee Participation. Es gibt oftmals das Problem des sogenannten Dry Incomes. Wenn Tokenized mir zum Beispiel jetzt anbieten würde, Gesellschafter zu werden und mir irgendwelche Unternehmensanteile gibt, dann sind die ja für mich erstmal nicht liquide. Ich kriege dann irgendwie auf dem Papier, würde ich zwar 20.000 Euro kriegen, aber die würden mir gar nicht liquide zur Verfügung stehen. Trotzdem müsste ich in diesem Jahr die versteuern mit meinem persönlichen Einkommenssteuersatz und zum Beispiel 10.000 Euro Steuern zahlen. Und das ist für viele Mitarbeiter ein Problem. Dieses Problem gibt es bei unserer Lösung nicht, denn wir erstellen für den Mitarbeiter nicht direkt die Token, sondern er kriegt ein Minting-Recht für die Token und kann damit selbst entscheiden, wann er die Token erstellt und damit auch, wann die Steuer fällig ist. Klug wäre es zum Beispiel, das in dem Jahr zu tun, in dem man viel Elternzeit nimmt. Dann hat man ein geringeres Einkommen, damit auch einen geringeren Einkommenssteuersatz. Und dann fallen diese Steuern geringer aus. Dann die nächste Frage, die ich hatte. Ralf, Ja. Jörg hier.
Vielleicht kann ich kurz reinspringen und die noch nicht ganz beantwortete Frage zur Versteuerung des geflossenen Kapitals beantworten. Das Ganze, also diese Genussrechte sind eigenkapitalähnlich. Das heißt, das Geld, das vom Investor an das Startup fließt, wird dort als Eigenkapital verbucht. Also es geht damit, es wird somit nicht gerechnet als Verkauf von Produkten oder so, die Mehrwertsteuer belastet werden, sondern wirklich als Investment, das in die Firma fließt und ist damit für das Startup als geflossenes Investment steuerfrei. Versteuerung passiert auf Seiten des Investors erst später, wenn diese Tokens verkauft werden, und das ist dann ganz normal Capital Gains. Okay. Das hat natürlich präzisiert. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich das richtig verstanden, dass sowohl diejenigen, die investieren, also und diejenigen, also wenn jetzt Mitarbeiter Anteile bekommen, dass sie dann jeweils immer alle Gesellschafter sind oder werden? Oder ist das nicht richtig? Keiner von denen wird automatisch Gesellschafter. Sie erhalten alle denselben Token. Und der Token kommt mit der sogenannten Put-Option. Das bedeutet aber auch nicht, dass man unbedingt auf jeden Fall ohne Einschränkung Gesellschafter werden kann. Und vor allem denken wir nicht, dass man Gesellschafter werden will, weil der Token besser ist, als Gesellschafter zu sein. Ich habe ja am Anfang gezeigt, welche Rechte damit verbunden sind. Man hat also auf der linken Seite hier die Dividenden, die Exit Participation, Liquidation Proceeds, Information Rights. Das heißt, alle wirtschaftlichen Rechte, die man haben will, hat man mit dem Token sowieso schon. Was man nicht hat, ist ein Mitbestimmungsrecht. Und das Mitbestimmungsrecht braucht man ja nur, wenn die Geschäftsführung Quatsch macht. Also nur dann wäre es relevant, ob ich wandeln kann. Und dann könnte man die Put-Option nutzen. Okay. Also zuerst wird niemand automatisch Gesellschafter, weder Investoren noch Mitarbeiter. Sie werden Tokenhalter. Dann eine nächste Frage. Ich lese es mal vor. Du meintest ja, die Contracts können auch ohne eure Web-App benutzt werden. Was wäre, wenn jemand nur über die Smart Contracts einen GmbH-Token erstellt, welches ein Unternehmen mit illegalen Aktivitäten abbildet? Über eure Fee würdet ihr denn theoretisch an diesen illegalen Aktivitäten mitverdienen? Wäre dies nicht zumindest rechtlich problematisch? Okay, also wenn ich das Szenario richtig verstehe, jemand geht nicht über unsere Web-App, aber nutzt unsere Smart Contracts und ist auch noch so nett, unseren Fee-Settings-Contracts zu nutzen, sodass wir Gebühren kriegen von deren Aktivität, und deren Aktivität ist illegal. Ich finde das Szenario sehr lustig. Ich weiß nicht, was für rechtliche Konsequenzen das hätte. Die Smart Contracts sind Open Source. Ich habe am Schluss einen GitHub-Link drangehängt. Also jeder kann die nutzen. Für egal was. Wir haben darüber keine Kontrolle mehr. Die Frage, wie das wäre, wenn wir davon Geld kriegen. Tja, allgemein auf den Blockchains ist es ja so, dass einem jeder alles schicken kann. Man hat keine Möglichkeit, das abzulehnen. Daher wäre jetzt mein Gefühl, dass man uns daraus keinen dicken Strick drehen kann. Aber vielleicht liege ich falsch. Jörg, ist dir die Frage schon mal untergekommen? Die Frage ist mir noch nicht untergekommen. Aber die Bezahlung, die wir erhalten, basiert letzten Endes auf die Dienstleistung, die wir über unsere Plattform erbringen. Das heißt, wer dort unser Kunde wird, der muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen annehmen. Wenn jemand unsere oder unsere Contracts nutzt, ohne unsere Plattform zu benutzen, hat er nie die AGBs angenommen, und wir haben deswegen auch keine Geschäftsbeziehung mit der Person. Wenn sie trotzdem das nutzt
und fies an uns abführt, dann ist es genauso, wie Malte gesagt hat. Dann bekommen wir Geld von jemandem, dem wir keine Leistung erbracht haben und der damit auch keine Geschäftsbeziehung mit uns innehat. Und dann können wir sozusagen, das hat mit uns nichts zu tun. Der hat Open Source benutzt. Also die Smart Contracts sind alle Open Source. Das Einzige, was Closed Source ist, ist unsere Plattform und die hat er nicht genutzt. Und damit ist das sozusagen Disclaimer nicht auf unserem Mist gewachsen, so etwa. Ja, wahrscheinlich wäre es dann klug, wenn wir das Geld nicht ausgeben würden, sondern vielleicht erstmal zurückgeben, zurücksenden oder vielleicht spenden oder so, aber jedenfalls nicht als Gewinn verbuchen in so einem Fall. Genau, also wenn sowas vorkommt, dann müssen wir unsere Anwälte fragen, was das beste Vorgehen ist. Danke für die Frage. Fand Gut, ich gut. die Zuhörer und Zuschauer können natürlich auch gerne mündlich Fragen stellen. Ihr müsst nicht alles im Chat schreiben. Ja, ich mache mal weiter. Ja. Nö, gibt es weitere Fragen in Malte? Wir sind nämlich schon ein Stück fortgeschritten und Ich bleibe ja auch noch hier. Ich gucke jetzt auch in den Chat rein, jetzt wo ich fertig bin und kann dann dort noch Fragen Ich habe beantworten. auch noch mal eine Frage, Alex. Ja, ich meinte, Hallo. du hast ja gesagt, die Fees, die ihr dann einnehmt, also kann man schon sagen, wie viel, also was für einen Anteil nehmt sich Tokenized dann, also am Ende will man ja dann auch dann profitabel sein oder irgendwie Geld verdienen. Was für Ja, einen Anteil ja. nimmt dann Tokenized im Vergleich zu anderen? Also ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, was andere, zum Beispiel Crowd-Investing oder sonst was, da gibt es ja bestimmt einen Wettbewerb. Und was für ein Anteil ist das, den ihr dann sozusagen nehmt im Vergleich zu anderen? Ja, wir haben darüber gerade nochmal gesprochen und was aktuell beschlossen ist, kann der Jörg vielleicht nochmal sagen, damit ich die Zahlen nicht durcheinander werfe. Gut, also es kommt darauf an, welches Produkt genutzt wird. Beim Fundraising sieht das so aus, dass beim Public Offer wir 2% vom fließenden Cash, also von der Investitionssumme nehmen und 2% der fließenden Tokens. Also wir nehmen 4%. Wenn wir das Ganze als Public Fundraising machen, muss ein Setup-Fee gezahlt werden, um die Kosten bei der BaFin und sonstige Third-Party-Services abzudecken. Das wird etwa die Größenordnung von 10.000 Euro sein. Da sind wir aber gerade noch im Abkloppen. Das Produkt ist ja noch nicht live. Und bei dem Produkt sieht es so aus, dass wir von den Tokens 2% nehmen und vom Cash 6%. Also summa summarum 8% von den Dingen, die fließen. Wenn man das mit dem Wettbewerb vergleicht, sie liegen auch in der Größenordnung 8 bis 12. Also da bewegen wir uns noch am unteren Ende. Bei der Mitarbeiterbeteiligung ist es so, da fließt ja gar kein Geld. Deswegen ist es abhängig davon, wie groß die Firma ist und dann gibt es da Pro-Kopf-Pauschalen. Das wird aber alles bei uns auf der Plattform dann gezeigt. Und da ist es auch so, dass wir von den Tokens, die irgendwann mal gemintet werden, 2% nehmen. Das ist halt auch im Fee-Contract so geregelt. Tokens immer 2%, denn ein Token, der gemintet wird, weiß nicht, auf welche Art und Weise er erstellt wurde. Also ob das, also wie das Investment war oder ob das ein Mitarbeiter ist. Deswegen da immer 2. Und das andere dann abhängig davon, was passiert ist auf der Cash-Seite. Danke, cool. Sehr gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Danke war für die sehr schön. Präsentation. Ja, Malte, danke. Und ich denke, wir leiten gleich über. Es können natürlich auch noch nach den Vorträgen, haben wir ja noch eine Diskussionsrunde. Malte sagt, er bleibt bis dahin da. Fragen gestellt werden, sammelt sie. Und ich leite jetzt über zum Steffen Kux. Steffen, du stellst uns das DM3-Protokoll vor. Du kannst deinen Genau. Bildschirm teilen. So, ja. Danke auch für die Einladung, dass wir DM3 vorstellen können. Der Malte hat es ja schon am Anfang gesagt, mit Corpus als Venture- oder Produktstudio haben wir verschiedene Ideen untersucht, verschiedene Ansätze implementiert, um dann daraus, wenn es erfolgreich ist oder erfolgversprechend ist, auch Unternehmen oder Organisationen abzuleiten.
Und das, was da rauskommt, sind also ganz unterschiedliche Ansätze. Ne, bei Tokenized ist es eine For-Profit-Firma. Bei DM3 sieht es ein klein wenig anders aus, auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt. Ne, DM3 ist konzipiert als ein Open-Source- und Public-Good-Protokoll, mit dem wir es also ermöglichen wollen, dass die Community dieses Protokoll nutzen kann und wir mit der Organisation, die jetzt als Ausgründung aus dem Venture-Studio oder Produktstudio kommt, wir also keine For-Profit-Organisation, sondern eben diese Non-Profit-Organisation haben. So, aber so, nur als kurze Einleitung, dass wir dort also ganz verschiedene Ansätze haben, wie wir dann die Produkte oder die Ideen, die wir haben, auch dann in den Markt bringen. Also immer so, wie es für das einzelne Produkt dann die beste Lösung ist. So. Kurz ein Wort zu mir. Ich bin Mathematiker, seit über 20 Jahren in verschiedensten Teilen der Industrie unterwegs, viel Automotive-Industrie früher gemacht. So, und seit einigen Jahren jetzt auch schon in der Blockchain-Welt, Web3-Welt unterwegs. Auch dort habe ich in verschiedenen Firmen ganz verschiedene Sachen gemacht. Und jetzt momentan ist mein Fokus auf Web3-Messaging. Und in meinem heutigen Vortrag werde ich ein klein wenig darüber sprechen, was einmal Web3-Messaging ist und wie wir mit dem DM3-Protokoll ja eine Lösung anbieten, die genutzt werden kann, um darauf aufbauend Messaging-Lösungen zu bauen oder bestehende Messaging-Lösungen auch dann miteinander zu verbinden. Aber auf die Details gehe ich gleich drauf ein. Ich werde also ein klein wenig eine Motivation geben, warum wir das machen, wie wir dazu gekommen sind. Ich werde darüber sprechen, was jetzt das Neue oder das Besondere am Web3-Messaging ist und dann übergehen, das Protokoll etwas detaillierter zu beschreiben. Wir haben nicht zu viel Zeit, also werde ich auch nicht ganz so tief ins Detail gehen können. Wer dann tiefergehendes Interesse hat, ist natürlich gerne eingeladen, dann auf mich zuzukommen. Da können wir auch noch mehr Informationen dann gerne austauschen. Wenn wir ein klein wenig zurückgehen in die Geschichte des Internets, stellen wir fest, dass so Ende der oder Anfang, Mitte der 70er Jahre, wo das Internet so begann, Fuß zu fassen, die erste große Killer-Anwendung im Internet war die E-Mail. Es war also möglich, Informationen von A nach B zu schicken. In der Zeit war Verschlüsselung noch kein Thema, insbesondere nicht für private Personen. In manchen Ländern war das ja sogar als Waffe, Waffengattung charakterisiert. Es war also so, dass die Möglichkeit, E-Mails zu versenden, ganz revolutionär war. Und ich weiß nicht, viele von uns werden sich noch daran erinnern, wie die ersten E-Mails dann aufgekommen sind. Es war ganz toll, eben so unkompliziert Informationen hin und her zu schicken. Wenn wir das jetzt in die heutige Zeit weiterdenken, stellen wir fest, ein großes Problem im E-Mail-Umfeld ist das Bewältigen von Spam. Also wir alle kennen das, wenn unsere E-Mail-Adressen irgendwo auf irgendwelchen Seiten mal geleakt wurden, dann kann es sein, dass wir von Spam überflutet werden. Selbst die Spam-Filter, die unser Provider im Hintergrund ja schon laufen hat, können manchmal nicht verhindern, dass große Mengen an Spam trotzdem noch bei uns einkommen. So dass es heutzutage eigentlich nur noch funktioniert, wenn ich meine E-Mails über irgendeinen großen Provider betreiben lasse. Wenn ich also einen eigenen E-Mail-Service aufsetze, werde ich also kaum eine Chance haben, dass ich dann von Gmail zum Beispiel nicht automatisch als Spam einsortiert werde. So Anfang der 2010er Jahre, schon ein bisschen eher, gab es ein paar weitere Messenger, aber so die richtige Durchbruch von den Web2-Messagern, so begann so circa 2010. WhatsApp und andere Messenger sind dort dann bekannt geworden und sehr populär geworden. Diese Lösungen führten dann dazu, dass ja ein Großteil der Kommunikation, was früher SMS war, auch ein Großteil der Kommunikation, die in E-Mails ist, dann auch in diese Web2-Messaging-Lösung übergegangen ist. Was wir beobachten können, das sind, also es gibt verschiedene Anwendungen, meist betrieben von einem großen Anbieter. In der Regel sind das zentrale Systeme, die
dann diesen Dienst anbieten. Zwischen den einzelnen Messaging-Lösungen gibt es keine Verbindung, also keine Interoperabilität. Und ja, alles ist in Kontrolle derjenigen, die diese Services betreiben. Inzwischen ist es allerdings so, dass ein Großteil dieser Messaging-Lösungen Verschlüsselung einsetzen, also dass zumindest die Messages, die Inhalte der Messages sind verschlüsselt. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Es gibt aber auch eine ganze Kategorie von Messaging-Lösungen, die gar nicht so offensichtlich sind. So, jeder von uns hat sicherlich schon mal so ein Kontaktformular, so ein Kontakt-Messaging innerhalb einer Anwendung verwendet, wo man vielleicht mit dem Support spricht oder wo man In-App-Messaging macht mit anderen Teilnehmern einer Plattform. Und viele von denen sind auch heutzutage noch gar nicht verschlüsselt, ne? Die sind also Systeme, die einfach auf dem Server laufen und oftmals noch unverschlüsselt gehandelt werden. Also selbst bei Lösungen wie Twitter, jetzt X, war es bis vor kurzem noch so, dass das In-App-Messaging unverschlüsselt durchgeführt wurde. So, und diese geschlossenen Systeme führen dazu, dass es natürlich ja, die einzelnen Dienste versuchen, dort ihr Monopol oder ihren Einflusskreis zu vergrößern, aber eben es auch nicht möglich machen, dass der Nutzer die volle Kontrolle hat. Also ich habe also von der Richtung Privacy bin ich immer abhängig von dem Betreiber, weil der natürlich weiß, wann ich wem etwas geschickt habe. Er kennt den Inhalt nicht, aber die Metadaten, die sind natürlich dann bekannt. Und da es zentralisierte Dienste sind, ist es auch so, dass wenn der Dienst ausfällt, und das haben wir auch in Deutschland in den letzten Jahr mehrmals gehabt, auch bei den ganz großen Messaging-Diensten, dass dann eben dieser Dienst auch für alle nicht verfügbar ist. So, was sind also die Herausforderungen, Probleme von Web 1 und Web 2 Messaging? Zum Teil die Verschlüsselung, also E-Mail heutzutage noch immer nahezu unverschlüsselt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine verschlüsselte E-Mail bekommen hat. Also ich habe das über Jahre probiert, habe immer meine Public Keys mitgeschickt, meine PGP Keys, aber niemand hat es genutzt, um mir verschlüsselte Messages zu schicken. Die Privacy hatte ich auch gerade erläutert, ne? Wir haben also oftmals, da es von zentralen Diensten, ne, betrieben wird, ne, ist die Privacy nicht oder nur beschränkt möglich, auch wenn der Inhalt der Message verschlüsselt ist, sind doch die Metadaten oftmals nicht geheim. Ne, der Nutzer ist auch nicht in der, oder häufig nicht in der Lage, selbstbestimmt seine Kommunikation zu steuern. Ne, also wenn ich bei einem großen Anbieter mein Messenger benutze und der meinen Account löscht oder sperrt, ne, dann habe ich keine, kann ich das, oder habe ich alle meine Kommunikation verloren. Oder wenn ich zu einem anderen Dienst umziehen möchte, ne, kann ich nicht ohne weiteres sagen, ich nehme einfach alles, was ich als Kommunikation habe, mit zu dem anderen. Interoperabilität habe ich auch schon angesprochen. Ne, wir sehen jetzt gerade, dass Interoperabilität tatsächlich ein Thema ist. Momentan vorrangig getrieben auch durch die Regulierung. Im MiCA wird da vorgeschrieben, dass also auch Messaging-Dienste Interoperabilität ermöglichen müssen, dass also auch in Zukunft nicht mehr so sein kann, dass große Messenger sagen, es interessiert uns nicht, wir wollen nur in unserem System arbeiten, sondern es wird auch immer mehr Interoperabilität notwendig werden. Aber in der jetzigen Zeit ist es noch so, dass da noch große Lücke ist. Zentralisierung, Single Point of Failure, habe ich auch schon angesprochen. Wir haben diese zentralen Dienste und die bringen die Vorteile, nämlich diese schnelle Möglichkeit, auch verschiedene Sachen sehr effektiv zu machen, bringen die mit, aber bringen natürlich auch die Nachteile mit, dass wenn eben so ein Dienst ausfällt oder wenn er zensieren möchte, dass es das ohne weiteres tun kann. Ja, und das Letzte, wir hatten es auch schon angesprochen, wir haben das Spam-Problem ist momentan überhaupt noch nicht gelöst. Also auch die Spam-Filter, die versuchen nach Kriterien Spam herauszusortieren, funktionieren bedingt. Es gibt auch positive Mails, also gute Mails, die dann da drin landen und viele Spam-Mails, die von den Filtern nicht ausgesondert werden können. Und wir haben es auch bei den Web 2 Messengern, nicht in dem großen Umfang wie bei der E-Mail, aber auch dort haben wir so, dass es häufig passiert, dass Leute dann Spam-Kontakte sind und dann dort Spam-Messages schicken können.
So, was können wir also im Web3-Messaging mit den Technologien, die wir im Web3 haben, besser machen? Als erstes, wir haben unsere Identität muss nicht mehr von einem zentralen Partner gemanagt werden, sondern da ich schlüsselbasiert meine eigene Identität steuern kann, kann ich also auch selbstbestimmt meine Kommunikation verwalten. Also das Gleiche, was für Tokens oder Coins gilt, ne? Not your keys, not your coins, gilt natürlich auch für Kommunikation. Not your keys, not your communication. Also wenn ich aber alles basierend auf meine Stimme habe, dann habe ich auch die volle Kontrolle darüber. Wir haben interessante dezentrale Technologien, die es uns helfen, zensursichere Systeme aufzubauen, die auch kein Single Point of Failure haben. Encryption Privacy ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Es sollte heutzutage keine Kommunikation mehr geben, die nicht vernünftig verschlüsselt ist. Und es sollte auch gute Mechanismen angewendet werden, um dann auch die Privacy in dem Maße zu sichern, wie es für die Anwendung notwendig ist. In der Web3-Welt haben wir auch gelernt, dass Diversity, also unterschiedliche Ansätze, durchaus ein echter Gewinn sind. Aus der Web2-Welt kennen wir häufig The winner takes it all. Es gibt verschiedene Lösungen und irgendeine setzt sich durch und frisst am Ende dann alle anderen auf. In Web3 haben wir gelernt, es ist eigentlich sehr gut, verschiedene Lösungen zu haben, aus den Gründen Stabilität. Wir kennen das aus der Blockchain, Ethereum zum Beispiel. Es gibt verschiedene Kleintechnologien und weil es die verschiedenen Kleintechnologien gibt, ist das ganze Produkt, das ganze System stabiler, weil wenn einer ein Problem hat, können die anderen problemlos noch weiterarbeiten. Aber es gibt auch noch einen zweiten Punkt, wo Diversity sehr gut ist. Ja, es gibt keine Anwendung, die für alle Anwendungsfälle gleich gut geeignet ist. Ja, zum Beispiel, wenn ich in einer Community bin, wo ich sehr viel mit NFTs mache, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, meine Messaging-Lösung auch dahingehend anzupassen, dass die diese Sachen gut unterstützt. Wenn ich mit NFTs überhaupt nichts am Kopf habe, ja, sind das Funktionen, die dann möglicherweise eher störend als hilfreich sind. Wir kennen das zum Beispiel von Office-Lösungen. Eine Office-Lösung, die alle möglichen Funktionen drin haben, die man gebrauchen könnte, sind für die Allgemeinheit sehr schwer einsetzbar. Wir verwenden dann immer bloß einen Teil davon. Und wenn ich spezielle Lösungen habe, die auf bestimmte Ökosysteme, auf bestimmte Communities zugeschnitten sind, kann das ein echter Vorteil sein. In der Operabilität habe ich schon angesprochen, die Zukunft des Messaging muss einfach interoperabel sein. Der Nutzer muss entscheiden können, was ist der Messenger, den ich verwenden will, weil er am besten auf meine Anwendungen passt. Und dann darf es nicht notwendig sein, dass ich noch 5 oder 10 oder 20 andere Messenger auf meinem Mobil- oder Desktop-Gerät habe, um dann mit anderen in Kontakt zu haben. Ich weiß nicht, wie eure Telefone aussehen, aber ich habe eine ganze Seite in meinen Smartphones, die nur mit Messaging-Lösungen vollgepflastert ist, weil ich eben mit verschiedenen Ökosystemen mich austausche und ich muss immer den Messenger benutzen, der gerade für dieses Ökosystem, ja, bei diesem Ökosystem eingesetzt wird. Und die Zukunft sollte eigentlich so sein, ich verwende den Me oder die Messaging-Lösung, die mir am besten schmeckt. Und kann trotzdem mit allen anderen dann interoperieren. Ja, und auch Web3-Mechanismen können sehr effektiv dazu eingesetzt werden, um jetzt gegen Spam einen guten Schutz aufzubauen, der es dann für Spammer sehr teuer bis nahezu unmöglich macht, wirklich noch Spam zu verschicken. So, wenn wir jetzt diese ganzen Features anschauen, ist natürlich viele tolle Sachen dabei. Wir haben uns bei dem drei dann Gedanken gemacht, was sind eigentlich so die wirklich essentiellen Sachen, die wir für Web3-Messaging betrachten müssen. Und wir sind auf drei wirklich essentielle Dinge gekommen. Das erste, wir brauchen eine zentrale Registry für die Kommunikationsinformationen. Klingt jetzt natürlich komisch, ne? Wir sind in einer Welt, wo Web3, wo es um Dezentralität geht. Und jetzt sagen wir brauchen eine zentrale Registry. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Ne? Wenn wir E-Mail-PGP-Keys anschauen, es gab dort nie eine zentrale Registry, weil die wäre dann von irgendeinem zentralen Provider angeboten worden und andere hätten da wahrscheinlich nicht mitgespielt. So, in der dezentralen Welt, in der Web3-Welt, ist es für uns möglich, eine zentrale Registry zu gestalten, die dann auf einer dezentralen Software beruht. Und wir verwenden ENS dafür.
Also eine dezentrale Anwendung, die jeder permissionless nutzen kann, wo jeder dann die entsprechenden Kommunikationsinformationen wie Encryption Keys und dann die Informationen, wie die Message abgeliefert werden muss, dann auch dort zu veröffentlichen. Und damit haben wir eine dezentrale, aber zentralere, also dezentral organisierte, aber zentrale Registry für diese Informationen. Also eine ganz wichtige Sache. So, der zweite Punkt ist, dass wir ein dezentrales Netzwerk brauchen, wie wir diese Messages verteilen. Da gibt es in der Web3-Welt sehr unterschiedliche Ansätze. Ich werde dann später noch mal ein klein wenig vielleicht darauf eingehen. Wir haben uns dafür entschieden, nicht ein Netzwerk zu verwenden, was diese Messages dann in diesem Netzwerk verteilt, weil wir glauben, dass das einfach für die Zukunft von der Skalierungsfähigkeit nicht der geeignete Ansatz ist. Wir verwenden ein Netzwerk von, wir nennen es Delivery Service Knoten, die quasi als Relais für die einzelnen Messages dann genutzt werden und wo der Nutzer selber entscheiden kann, welche Relais, welche Delivery Service er dann verwenden kann. Aber die sind unabhängig voneinander und können also somit also auch schnell mehr Kapazität ins Netzwerk bringen, indem neue von diesen Knoten dann ins Netzwerk integriert werden. Ja, und der letzte Punkt ist die Interoperabilität. Es gibt viele gute Lösungen schon und es ist auch nicht so, dass die Menschen vollständig unzufrieden sind, wie Messaging heutzutage funktioniert. Das heißt also, es ist nicht der Raum für eine Revolution, sondern es ist wirklich der Bedarf für Evolution. Und an der Stelle brauchen wir also die Möglichkeit, bestehende Sachen leicht zu integrieren und neue Lösungen leicht auf diesem Basisprotokoll aufbauen zu können, um damit also Interoperabilität zwischen bestehenden und neuen Lösungen herstellen zu können. Nun, diese drei Punkte sind aus unserer Sicht das wirklich Essentielle. Und wir haben jetzt das DM3-Protokoll entwickelt, wie ich schon sagte, als Public Good, als Community-Protokoll, was helfen soll als schmales Layer 0, Layer 1-Protokoll, dann diese Aufgabe zu übernehmen. Warum Layer 0, Layer 1? Also Layer 0 als Protokoll, um jetzt andere Protokolle miteinander verbinden zu können. Es soll also diese Interoperabilitätslayer zwischen verschiedenen Protokollen sein, aber eben auch Layer 1. Also ich kann auch direkt meine neue Anwendung auf den drei basierend aufbauen. Ich muss da nicht noch ein eigenes Protokoll dazwischen schalten. Ich kann also auch das Protokoll direkt verwenden. Deshalb Layer 0, Layer 1. Die anderen Punkte hatte ich jetzt schon angesprochen. Wir verwenden also ENS als unsere zentrale, dezentrale Registry für die Encryption und Signaturkeys und für die Informationen, wohin die Messages übertragen werden. Und wir haben dieses dezentrale Netzwerk von diesen Delivery Service Knoten. Ja, und das andere habe ich auch schon erwähnt. So, wie funktioniert das? Ich sagte schon, ENS ist unsere Registry. Wir verwenden in der Registry einen Texteintrag, dieses Network, den 3-Profile, wo wir diese Informationen veröffentlichen und damit also möglich machen, dass andere, die mir eine Message schicken wollen, dann, dass sie diese Informationen dann aus dieser Registry bekommen können, sobald sie meinen ENS-Namen kennen. Jetzt sieht natürlich sofort, ENS ist eine Layer 1-Applikation. Wir haben also auf Layer 1 müssen wir dann dort einen Namen anlegen und dann einen Rekord setzen. Und kann man sehr schnell extrapolieren, das könnte gegebenenfalls relativ teuer werden. Also wenn der Gaspreis gerade hoch ist, kann das durchaus sein, dass das mehrere Euro sind, was ich bezahlen muss, um jetzt einen ENS-Namen anzulegen und auch mehrere Euro, um jetzt so ein Profil zu publizieren. Deshalb verwenden wir sehr intensiv das CCIP-Protokoll, also das Cross-Chain-Interoperability-Protokoll, was es möglich macht, Informationen von Layer 2, von anderen Chain, also Cross-Chain oder eben auch von zentralen Cloud-Diensten in ENS einzubinden. Das heißt also, ich kann eine ENS-Domain, also Subdomain, einen ENS-Name verwalten, ohne den tatsächlich auf Layer 1 Ethereum zu haben. Den kann ich also an irgendeiner anderen Stelle, Layer 2, Optimism zum Beispiel, oder auf einer anderen Blockchain oder Sidechain wie Gnosis oder Polygon oder auch jeder anderen Chain auf einer Polkadot-Chain verwalten. Oder ich kann es eben in beliebigen Off-Chain-Datenbanken eben auch anbinden. Also auch eine Layer
zwei einen Web-2-Messenger, der sich jetzt in das Protokoll integrieren möchte, kann also seine Informationen, die er in einer zentralen Lösung verwaltet, einfach in ENS dann integrieren, indem er über CCIP dann diese Daten dort veröffentlicht. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, eben auch kostengünstig dann die Daten dort bereitzustellen. Ja, und neben ENS arbeiten wir auch daran, eben andere Nebenservice, andere Netzwerke, andere Ökosysteme mit zu integrieren. Das Protokoll an sich ist also nicht an Ethereum gebunden. Wir verwenden ENS als den zentralen Punkt, aber andere Nebenservices, andere Netzwerke können natürlich genauso gut benutzt werden. So, wie sieht es dann aus, wenn ich eine Message schicken will? Auf der linken Seite ist es ein Sender, der möchte eine Message zu jemand auf der rechten Seite schicken. Und das sieht dann so aus, dass er in der Registry nachschaut, was sind denn die Schlüssel, die ich brauche. Auch da kann man jetzt noch weitergehen, noch komplexere Verschlüsselungen auf Basisschlüssel dann verwenden. Aber ich habe erstmal die Information, wie komme ich zu den Verschlüsselungskeys in der Registry stehen. Und dann finde ich auch, welche Delivery Service Knoten verwendet der Empfänger. Und dann wähle ich einfach einen davon aus. Wenn der nicht verfügbar ist oder mich zensieren will, dann nehme ich halt einen anderen. Dann bin ich also nicht davon abhängig von einem einzelnen Knoten. Und der Empfänger, der holt sich dann die Message von seinen Delivery Service Knoten ab. Und der muss also nicht online sein, während die Message geschickt wird, sondern diese Delivery Service sind Relays, die diese Messages halten. Und wenn sie dann vom Empfänger abgeholt wurden, dann werden die auch von diesen Delivery Service Knoten entfernt. Die Knoten müssen also nicht die Speicherung nehmen. Das ist dann Aufgabe des Clients. Der kann das auf ganz verschiedene Weise machen. Entweder zentral, dezentral, IBFS. Er kann eine eigene Cloud-Lösung verwenden oder er kann es nur lokal machen. Das ist dann einfach in der Verantwortung des Clients und somit also auch des Users. Und so wie wir es jetzt in dem unteren Teil sehen, so ein Delivery Service kann auch ein Gateway sein zu einem anderen Ökosystem. Komme ich dann gleich noch, habe ich noch eine Folie dazu. So, Dezentralisierung, ich hatte es jetzt schon auf der Folie mit angesprochen. Wenn also der Nutzer 1 den Delivery Service ausgewählt hat und der aber nicht verfügbar ist, dann kann er einfach einen zweiten oder einen dritten oder enden Delivery Service nehmen, sodass ich also ein ausreichend dezentrales System habe. Ja, so dass der Nutzer, der Empfänger also entscheiden kann, okay, ich möchte zum Beispiel einen eigenen Delivery Service auf meinem Home-Server betreiben, ich verbinde mich noch mit ein, zwei öffentlichen, sodass ich dann, falls mein eigener Service mal down ist, dann trotzdem erreichbar bin. Und somit können wir also ein ausreichend dezentrales System generieren. Und wie ich schon sagte, die Kapazität des Systems skaliert halt mit der Anzahl der Delivery Services. Da diese nicht untereinander irgendwelche Messages austauschen oder redundante Daten halten, kann ich also auch die Kapazität des Netzwerkes leicht erhöhen, indem ich weitere Delivery Services hinzufüge, was also auch für die Skalierbarkeit ein ganz entscheidender Faktor ist. Ja, und die Interoperabilität, ich hatte es schon angesprochen vorhin. So ein Delivery Service kann also auch als Gateway zu einem anderen Protokoll oder anderen Netzwerk oder auch einem zentralen Dienst fungieren. Das heißt, wenn der andere Dienst, ein anderes Netzwerk, publiziert trotzdem die Delivery-Information im DM3-Profil in ENS und dann kann ich als Sender, hier in dem Fall User 1, an den entsprechenden Delivery Service, der als Gateway dient, können natürlich auch wieder mehrere sein, die Message schicken. Diese injiziert dann diese Message in das andere Netzwerk und von dort kann es dann der Nutzer dann abrufen und genauso auch wieder von dort rausschicken, sodass es für das Protokoll überhaupt kein Unterschied ist, ob ich nun meinen DM3-Empfänger innerhalb oder außerhalb von einem anderen Netzwerk habe. Ich kann also sehr einfach weitere Systeme in das DM3-Ökosystem integrieren. So dass also unser Ziel ist es gar nicht jetzt, alle Protokolle, die es da gibt, zu ersetzen, sondern sie einfach zu integrieren und ein ja, verbundenes, ein verlinktes Ökosystem fürs Messaging dann zu bauen. Mal die Uhr schauen, ja. So, und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist diese Spam Protection. Wir haben ja im Web 2 und Web 1 jetzt die Herausforderung, wir können Spam nur dahingehend ja, bearbeiten, indem wir Spam analysieren,
und dann gegebenenfalls herausfiltern, wenn wir oder wenn wir der Meinung sind, dass es sich um eine Spam-Nachricht handelt. Im Web3 haben wir einige Werkzeuge, die es sehr einfach machen, eine Spam-Protection aufzubauen. Und zwar einmal auf der Service-Seite. Service-Seite heißt also schon auf Delivery-Service-Seite kann ich dort einige Spam-Protection-Sachen machen und einige kann ich dann auf der Client-Seite machen. Auf der Delivery-Service-Seite kann ich also Regeln machen, dass der Sender, der ja eine Ethereum-Adresse hat, dass ich dem verschiedene Sachen auferlege, um überhaupt die Message von ihm anzunehmen. Zum Beispiel kann ich von ihm sagen, dass er den Ownership eines Tokens oder NFTs nachweisen muss, ansonsten nehme ich nicht die Message an. Ne, damit kann ich zum Beispiel auch Token-Gated Access realisieren. Ne, ich kann eine Community, die spezielles NFT einer NFT-Serie hat, nur von denen möchte ich empfangen, kann ich es also damit leicht realisieren. Oder ich kann sagen, auf der Adresse müssen eine minimale Anzahl von irgendeinem Token oder Ether liegen. Damit kann ich sicherstellen, dass es für eine benutzte Adresse gar kein großes Problem ist, aber für einen Spammer sehr teuer wird, weil er muss alle Adressen, die er neu anlegt, um dann von dort etwas schicken zu können, müsste er dann erst mit diesen Tokens ausrüsten. Das heißt, er müsste viele Transaktionen machen, um dann das dorthin zu bringen. Und das macht es natürlich dann sehr oder sehr schnell sehr unbequem für die Spammer. Das zweite könnte der Test auf Aktivität sein, ne, auch wieder bezogen auf diese Adresse. Ja, ich kann also zum Beispiel fordern, dass ich nur Messages von benutzten Adressen bekomme. Ist in der Regel kein Problem, ne, wenn ich dort meinen ENS-Namen verwaltet habe, dann habe ich sowieso einige Transaktionen schon ausgeführt und dann ist die Nonce nicht mehr null. Aber wenn ich jetzt als Spammer ganz viele neue Adressen anlege, dann müsste ich erst mit diesen Adressen etwas machen, bevor ich überhaupt dann dort eine Spam-Nachricht schicken kann. Ist das auch erhöht den Aufwand und die Kosten für die Spammer ziemlich stark. Black and Whitelist kann ich natürlich auch relativ leicht umsetzen. Blacklists, wissen wir, machen im Web3-Umfeld natürlich nur sehr begrenzt Sinn, weil ich ja jederzeit neue Adressen generieren kann. Aber ich kann damit sehr gut regulatorische Anforderungen erfüllen. Wenn es also Listen gibt von Accounts, von denen ich keine Messages empfangen darf, weil die irgendwo sanktioniert sind oder so, dann kann ich das sehr leicht über Blacklists dann realisieren. Whitelists können gut dazu genutzt werden, um jetzt geschlossene Ökosysteme abzubilden. Also nur wer auf der Whitelist steht, darf dann schicken. Aber das ist nicht so sehr stark und gut geeignet, um jetzt Spam Protection zu machen, sondern mehr so, um diese regulatorischen Sachen dann abzubilden. So, das kann ich also schon auf Delivery-Service-Seite relativ leicht umsetzen. Na, dann musst du sagen, okay, ich verlange, dass eine gewisse Anzahl von Token und eine gewisse Nonce ist. Ansonsten soll dann mein Delivery-Service gleich die Message ablehnen. Na, damit reduziert schon ist auch schon den Aufwand. Diese Messages, die landen gar nicht mehr in der Inbox und müssen auch gar nicht analysiert werden. Auf der Client-Seite kann ich natürlich auch noch einige sehr interessante Sachen tun. Ich kann zum Beispiel ein Token direkt mit einer Message verbinden. Ich kann sagen, okay, ich empfange nur oder bin nur bereit, Messages zu empfangen, die einen Deposit, sagen wir, im Wert von 10 Euro mitbringen. Und wenn ich dann feststelle, es handelt sich um Spam, dann kann ich als Nutzer anordnen, dass diese Tokens entsprechend verbrannt werden. Die werden also dann vernichtet, sodass dass der Spammer dort einen sehr teuren Preis bezahlt, wenn er jemanden, der den Spam nicht haben will, dann so eine Spam-Nachricht schickt. Na, wenn ich könnte das zum Beispiel dann so realisieren, wenn ich merke, ich bekomme ganz viele ungefragte E-Mails, dann setze ich einfach die Grenze höher, was das Deposit ist, was ich fordere, damit mir jemand eine Message schickt. Na, wenn der Widerlegt zum Beispiel auf Widerlegt und ETH dann seine Messages empfängt, könnte es durchaus sein, dass ganz viele ihn dazu spammen. Und dann sagt er halt, okay, ich verlange halt, dass dort ein hohes Deposit hinterlegt ist. Wenn es nicht als Spam markiert wird, bekommt der Sender dann diese Tokens natürlich wieder zurück, hat also überhaupt keinen Verlust. Aber wenn es als Spam markiert wird, ist also der Verlust also sehr groß. Kann man also den Preis für den Spammer entsprechend hochtreiben. Und man kann das natürlich auch rumdrehen, man kann auch berechtigte
Botschaften, Werbenachrichten dann unterstützen, dass ich auch sage, ich hänge an die Message eine Zahlung ran und wenn der Nutzer bereit ist, diese zu lesen, dann bekommt er direkt diese Zahlung. Ich kann also direkt Marketing mit Zahlung an den Kunden machen. Also ich brauche dort nicht mein gutes Geld an Google oder jemand anderes ausgeben, der dann mir irgendwo dann für jeden Klick oder für jeden Aufruf dann dort viel Geld abzieht, sondern ich kann das auf direkten Wege dann auch an den weitergeben, den ich erreichen will. So, und damit haben wir also mit Web3-Technologien sehr gute Möglichkeiten, effektive Spam-Protection zu implementieren und damit also auch ja, dieses Problem, was wir in der Web1 und Web2-Welt haben, dann relativ gut bewältigen zu können. Ich will hier nicht viel Zeit investieren in diese Folie. Die hat natürlich ganz viel Inhalt und ihr könnt das auch gerne dann später nochmal nachlesen oder auf unserer Webseite euch anschauen. Das DM3-Protokoll besteht aus drei Layern. Einmal haben wir den Blockchain-Layer, also dort insbesondere das ENS, wo wir unsere Registry haben. Dann auch mit diesen Layer 2-Registries, ne, wo wir also auch andere wie Optimism verwenden können und diesen Cross-Chain Interoperabilitätsprotokoll ansetzen, um dann auch Off-Chain oder Cross-Chain oder Layer 2-Informationen in ENS abzubilden. Das ist zum großen Teil implementiert. Wir haben also auch insbesondere für ENS diese Resolver umgesetzt für Optimism und die können auch für andere Layer 2s gut eingesetzt werden, sodass man also dort leicht jetzt Informationen außerhalb von Layer 1 verwalten kann. Dann haben wir den Protokoll-Layer, dort insbesondere das Message-Transport-Protokoll. Das ist das, worüber ich heute gesprochen habe. Alle anderen Protokolle, die wir auch haben, oder Protokollerweiterungen, die habe ich heute im besten Fall angerissen, in der Regel gar nicht angesprochen. Wir haben also auch viele Extensions wie Group Chat oder Limited Scope-Profile, Suchmechanismen, eine API, wie man am besten Messages speichern sollte oder wie man auf dem Delivery Service auf die Messages zugreift. Gibt es also ganz viele Protokollerweiterungen. Die sind aber nicht notwendig, um kompatibel zu sein. Dafür brauche ich nur das Message Transport Protokoll und mit dem kann ich dann mich in das DM3-Netzwerk integrieren. Und dann haben wir den Applikationslayer mit einmal den Interfaces zu anderen Applikationen, anderen Protokollen. Und dann auch unserem eigenen DM3-Manager, den wir als Referenzimplementierung umgesetzt haben, und den entsprechenden Embedded-Widgets, sodass es auch leicht möglich ist, dass andere jetzt diese Widgets verwenden in ihren Applikationen, um dann dort Messaging-Funktionalität in ihre Anwendung zu integrieren. Ja, worüber haben wir heute gesprochen? Ich hatte euch aufgezeigt, was wir mit Web3-Methoden im Messaging tun können, um dadurch dann effektiver die Probleme angehen zu können, die wir jetzt in den bestehenden Lösungen haben. Nicht unbedingt, um alles zu ersetzen, sondern um einfach ja, viele Dinge zusammenzuführen und dem Nutzer mehr Möglichkeiten zu geben, selbst zu entscheiden, wie und wo und was er seine Kommunikation verwalten möchte. Und mit dem DM3-Protokoll steht ein Layer 0, Layer 1-Protokoll zur Verfügung, was eben genau diese Sache umsetzt. Und dann entsprechend auch genutzt werden kann, um eigene Lösungen zu integrieren oder eigene Protokolle, eigene Services dann in dieses Ökosystem anzubinden. Die Roadmap gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir haben eine Roadmap und wir haben viele interessante Sachen noch vor. Könnt ihr gerne im Detail dann draufschauen. Ja, gehen also jetzt Schritt für Schritt vor, um diese Sachen zu integrieren. Immer mit dem Fokus darauf, mit der Community abzustimmen und auch zu diskutieren, was jetzt gerade gebraucht wird, was integriert werden sollte und wie es dann integriert werden sollte. Auch die ganze Menge Ressourcen, auch das könnt ihr euch später anschauen. Ja, und damit, ich glaube, meine Zeit ist mehr als ausgereizt. Gibt es Ja, noch Fragen? ich Dann starte gleich mal gebe mit einer ich weiter. Frage und will da nicht so viel Zeit verbrauchen. Kannst du noch mal auf die Protokollübersichtsseite gehen? Wo müsste denn, wenn jetzt WhatsApp mit euch sprechen wollte, also ENS sprechen wollte, wo müsste WhatsApp in dem Protokoll Stack dort anlegen? Das ist die erste Frage. Die zweite: Was müsstet ihr tun, wenn ihr mit WhatsApp sprechen wollt? Also wenn
zum Beispiel so ein Web2-Messenger sich in das DM3-Ökosystem integrieren will, dann muss er entsprechend die Kontakt-, die Kommunikationsprofile im ENS veröffentlichen. Das würde dann über das CCIP funktionieren. Die haben das weiter auf ihrem zentralen System und haben zum Beispiel dann, bleiben wir bei WhatsApp, zum Beispiel whatsapp.is als ihre Hauptdomain und dann als Subdomains ihre Nutzer. Dann können die dort entsprechend die Profile über CCIP integrieren. Das wäre das Erste, was sie tun müssten. Und das Zweite wäre dann entsprechend Delivery Service, die als Gateway zu deren Applikation, zu deren zentralen System dann fungieren. Ja, und diese würden dann in diesem Profil entsprechend genannt werden, sodass ich als DM3 Applikation, egal ob das jetzt unsere ist oder irgendeine andere, würde ich einfach im ENS nachschauen, würde dann dort die Encryption Keys und die entsprechende Delivery Services finden, schicke die dorthin und dann die Entschlüsselung der Message würde dann quasi als Encoding dann auf dieser Plattform stattfinden. Also wir bieten dann sich Encoder an, sodass dann quasi in der Anwendung dann die verschlüsselte Message dann, die kann dann ruhig auch zweimal verschlüsselt sein, die kann also in dem System dann gerne nochmal verschlüsselt sein, das stört nicht. Es wurde halt einfach dann als Encoding quasi im Device dann entschlüsselt und dargestellt werden können. Und genauso beim Versenden würde es dann über diesen Encoder dann wieder DM3 verschlüsselt werden, zu einem Gateway geschickt werden und von dem dann ins DM3-Netzwerk initiiert. Okay. Weitere Fragen? Ich sehe jetzt im Chat keine spezifische Frage zum DM3-Protokoll. Gut, dann kann ich am Ende nur sagen, jeder ist herzlich eingeladen, mitzuwirken. Wie gesagt, DM3 ist ein Open Source Public Good Protokoll. Wir entwickeln nicht das unbedingt, was wir wollen, sondern wir versuchen uns da mit der Community gut auszutauschen. Und ja, wenn es Ideen gibt, wenn es Anforderungen gibt, ja, kommt gerne auf uns zu, diskutiert es mit uns und wir, ja, sind dann gerne bereit, das zu integrieren oder eben auch andere können sich gerne beteiligen und Dinge mit integrieren. Ja, Steffen, also recht vielen Dank. Ich hoffe, dass da noch viel Community-Interesse besteht. Und ich würde jetzt gerne gleich nahtlos weitergeben zum Johannes. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das jüngste Baby von Corpus. Aber Johannes, du sagst das sicherlich gleich selbst und stellst hero.ai vor. Ja, danke, Ralf. Ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen. So, ist die Präsentation gut sichtbar? Ja. Ja. Wunderbar, danke schön. Ja. Ja, ich freue mich jetzt, Hero vorstellen zu können. Das ist tatsächlich das neueste Projekt, an dem wir bei Corpus arbeiten. Und es ist auch das Projekt, was den aktuellen Trend von AI mit Blockchain verbinden soll. Ist ein gewagtes Unterfangen natürlich. Ja? Also, wenn man das hört, dann denkt man erstmal, oh Gott, jetzt sind zwei Hype-Themen miteinander verbunden. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, wirklich einen echten Mehrwert zu erzeugen. Also, was ist Hero? Also, man kann es auf unterschiedliche Arten beschreiben. Man könnte sagen, es ist ein Wallet Assistant, also so ähnlich wie man sich vor, wie man ChatGPT kennt, wo man Fragen stellen kann, kann man bei Hero Fragen stellen, die sich mit der eigenen Wallet und der Blockchain befassen. Man könnte es auch als Chatbot bezeichnen. Es ist auch auf eine Art und Weise eine AI-Wallet, weil man ja seine Wallet mit den Fähigkeiten, die AI bietet, erweitert. Aber gleichzeitig ist es auch ein universelles Interface zu Blockchain-Applikationen, also zu Ethereum-Apps im Speziellen. Und deshalb steht hier auch das Wort MistGPT, was sich bezieht auf den Mist-Browser. Das ist eine Applikation aus den frühen Tagen von Ethereum, die
genau das versucht hat, ein universelles User Interface für Ethereum-Applikationen zu schaffen, aber damals aufgrund von Unzulänglichkeiten bei der User Experience und sicherlich auch noch ein paar anderen Problemen nicht sehr weit gekommen ist. Und über Sprachinteraktion haben wir jetzt natürlich eine ganz neue Methode, ja, zu User Interfaces für Apps zu kommen, die universeller sind. Also, wie muss man sich jetzt so einen Wallet Assistant vorstellen? Das Wichtigste ist dabei eigentlich, dass man seiner Wallet, also ne, wenn wir über Wallet sprechen, sprechen wir über die Kontrolle über Blockchain-Funds, also zum Beispiel ETH oder irgendwelche Tokens, die in einer Wallet gehalten werden, dass man einen Befehl geben kann, dieser Wallet. Man sagt einfach, was man gerne möchte. Und die Wallet schlägt dann vor, wie man zu diesem Ziel kommt, wie man das erreicht, was man möchte. Also hier ein Beispiel könnte man zum Beispiel ARF, das ist ein Money Market, eine Position haben. Das ist schon eine recht komplexe Sache. Und sagt, man möchte gerne die withdrawn. Und der Wallet Assistant antwortet schlicht und einfach mit einer Transaktion, die dieses Ziel erreichen würde. Warum brauchen wir so etwas? Das ist so, dass ja in den letzten Jahren sich schon viel getan hat bei der User Experience von Ethereum-Apps. Ganz am Anfang waren die viel schwieriger zu bedienen, als sie es heute sind. Aber egal wie gut die einzelnen Applikationen werden, die Vielzahl der verschiedenen User Interfaces bedeutet, dass man sich auf jedes neue Protokoll, jedes neue User Interface einlassen müssen und es lernen müssen. Denn selbst wenn die User Experience gut ist, muss man trotzdem verstehen, was passiert. Und dabei hilft einem normalerweise niemand, sondern man braucht einfach Zeit und, das verhindert oft, dass Leute Dinge benutzen. Zum Beispiel kennt man nicht den Unterschied zwischen Rocket Pool und Lido oder zwischen den verschiedenen Exchanges nach dem Uniswap-Modell, Money Markets. Wenn man einen Chatbot hat, der diese ganzen Protokolle kennt, dann kann man ihn einfach bitten, eine Transaktion durchzuführen, zum Beispiel Ethereum in einen Stablecoin zu tauschen und sich erklären lassen, warum dafür eine spezielle Exchange ausgewählt worden ist. Und man muss das User Interface der Exchange gar nicht besuchen. Welche Sachen sind wichtig? Was muss so ein Chatbot, so eine Wallet Assistant können und berücksichtigen, damit das überhaupt Sinn ergibt? Ganz wichtig ist, dass man vor Scams geschützt ist. Damit, ne, das ist auch ein Problem tatsächlich, wenn man auf die Webseiten der Ethereum-Apps geht. Wenn man eine falsche Webseite untergeschoben bekommt, dann macht man vielleicht Transaktionen, die man gar nicht tun möchte. Und so eine AI-Wallet sollte einem dabei helfen, vor solchen betrügerischen Absichten geschützt zu werden. Was auch schön ist, ist, da wir uns hier im Blockchain-Bereich bewegen, können wir Transaktionen vorher simulieren, bevor wir sie tatsächlich ausführen. Wenn wir also so eine Transaktion vorgeschlagen bekommen von einem Wallet Assistant, dann müssen wir die nicht einfach ausführen, so wie sie sind, und darauf vertrauen, dass sie stimmt. Meistens ist man ja nicht technisch so bewandert, dass man wirklich verstehen kann, was die Transaktion tut, sondern man kann sie vorher simulieren und sich die Effekte anschauen. Und dadurch erkennen, ob das Ergebnis wirklich das ist, was man gewollt hat. Schön ist auch, dass die Daten, auf denen so ein Chatbot operiert, offene Daten sind. Denn die Wallet und die Interaktionen der Wallet sind auf der Blockchain ja öffentlich verfügbar. Das heißt, auch so ein Wallet Assistant kann darauf zugreifen. Und auch für Trainingsdaten können wir auf alle Daten, die bisher auf der Blockchain existieren, also alle Transaktionen und alle Intentionen, die dahinter stehen, auf die wir rückschließen können, zurückgreifen. Also wir brauchen nicht irgendwelche geheimen oder privaten Datentöpfe anzuzapfen, um die notwendigen Informationen zu bekommen. Das ist alles offene Daten. Privacy-Friendliness, also die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, ist eine weitere Sache, die gestaltet sich etwas schwieriger, ist aber tatsächlich trotzdem möglich. Denn gerade spezialisierte Chatbots müssen nicht zwingend in der Cloud laufen, sondern können auch lokal ausgeführt werden. Das hat natürlich einige Anforderungen an die Hardware, aber es ist prinzipiell durchaus möglich. Und es ist auch ganz wichtig, dass so ein System nicht auf einem zentralen Service wie ChatGPT basieren muss,
sondern durchaus auf Open-Source-Modellen basieren kann, die angepasst, also feingetuned wurden auf Blockchain-Daten. Und damit ist es, kann dann jeder selber so einen Wallet Assistant bei sich laufen lassen, wenn er die Hardware-Voraussetzungen erfüllt. Also im Prinzip eine moderne Grafikkarte hat. Wie würde das Ganze dann technisch tatsächlich funktionieren? Also grundsätzlich ist der Aufbau aus drei Komponenten. Ne? Da gibt es einmal das User Interface, wo mit dem Wallet Assistant kommuniziert wird. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie das User Interface von ChatGPT. Dann auf der Gegenseite gibt es eine Komponente, den Assistenten selber, der implementiert ist und der die ganzen Funktionalitäten enthält. Darauf gehe ich gleich noch näher ein. Und der kommuniziert wiederum mit APIs und holt sich dort Daten. Also zum Beispiel Daten über die Blockchain und was der Nutzer bisher so gemacht hat mit seiner Wallet. Etwas feiner aufgeschlüsselt sieht das dann so aus. Wir haben das User Interface und wir haben den eigentlichen Assistenten, der beispielsweise mit LangChain realisiert ist, was ein Framework ist, was genau diese Anbindung von APIs an Sprachmodelle ermöglicht. Diese Komponente kommuniziert dann mit dem eigentlichen Modell. Das kann man sich so vorstellen wie ein trainiertes Sprachmodell, was auf Blockchain-Daten spezialisiert ist. Und es holt sich die notwendigen Informationen, die es braucht, zum Beispiel wie die Adressen der verschiedenen Blockchain-Apps sind, also die Smart Contract-Adressen über APIs, zum Beispiel von Block Explorer. Wenn man jetzt, ich gehe mal jetzt durch einen typischen Prozess durch, wie eine Nutzeranfrage bearbeitet werden würde. Bevor der Nutzer überhaupt seine erste Frage an so einen Wallet Assistant stellt, würde er beim Anmelden oder beim Betreten des Assistenten seine Wallet-Adresse bekannt geben. Die wird dann an den Assistenten übermittelt und bevor der Nutzer überhaupt seine erste Frage stellt, sammelt der Assistent im Hintergrund Kontextinformationen zu dieser Adresse. Zum Beispiel, was hat diese Adresse bisher auf Ethereum gemacht? Welche Exchanges wurden verwendet? Welche Token hält diese Adresse? Und hat dadurch schon viel Vorwissen darüber, was der Nutzer für Präferenzen hat. Das ist hier das, was bei zweitens unter GetContext passiert. Dann gibt der Nutzer seine Anforderungen, seine Intention preis, zum Beispiel ein ETH zu USDC zu tauschen. Und der Assistent macht daraus Aufgaben, also Dinge, die er abarbeiten muss, um dem Nutzer ein Transaktionsobjekt zu generieren. Ich möchte da jetzt nicht näher darauf eingehen, welche Aufgaben das sind. Aber das ist zum Beispiel eine Recherche darüber, welche Exchange empfehlenswert ist für diese Intention und dann das Bauen eines Transaktionsobjekts. Genau das geschieht dann als sechster Schritt und das Transaktionsobjekt wird dann simuliert, noch bevor der Nutzer überhaupt irgendeine Antwort von dem Wallet System bekommt. Die Simulation wird dann durch eine weitere Instanz eines Sprachmodells verglichen mit der Intention des Nutzers, also swap one ETH for USDC. Und nur wenn die Übereinstimmung gut ist, wird dem Nutzer diese Transaktion auch zur Ausführung vorgeschlagen. Und dann passiert dasselbe wie in anderen Ethereum-Apps auch. Dieses Transaktionsobjekt wird an die Wallet übergeben, zum Beispiel an MetaMask, und kann dort ausgeführt werden. Der Assistent selber hat dabei niemals Kontrolle über die Private Keys oder so. Es ist auch keine Wallet im eigentlichen Sinne, sondern es werden nur Transaktionsobjekte erzeugt, die dann an eine Wallet übergeben werden können. Und das sieht ja alles technisch ganz interessant aus, würde ich sagen. Die Frage ist, ob es auch wirklich funktioniert. Und Hero ist noch ein sehr junges Projekt. Allerdings gibt es schon einen MVP, der realisiert wurde und durchaus beachtliche Ergebnisse gebracht hat. Diese Ergebnisse hier sind jetzt durchaus, wie sagt man auf Deutsch, cherry-picked, also die Rosinen herausgesucht, die besten Sachen, interessantesten Sachen. Natürlich ist jetzt eine der wichtigsten Aufgaben von Hero, diese Erfolgsquote zu erhöhen. Die liegt vielleicht irgendwann im Moment so irgendwo bei 50%. So, und bei 80%, wenn man sich auf die speziellen trainierten Aufgaben bezieht. Aber mal kurz zu so einem Beispiel.
Wenn also der Nutzer zum Beispiel ein ETH nach DAI tauschen will, dann kann die Antwort des Bots sein, ja, gerne kann ich dir dabei helfen. Möchtest du dafür Uniswap verwenden? Und der Nutzer kann dann zum Beispiel sagen, ich habe keine Ahnung, was Uniswap ist, mach's einfach. Und dann bekommt der Nutzer ein Transaktionsobjekt. Das ist das Schöne, ne? So ein Wallet Assistant kann auf wirklich sehr natürliche Anforderungen eines menschlichen Nutzers reagieren und zu einer hoffentlich zufriedenstellenden Aufgabenerfüllung gelangen. Eine andere Sache ist, wenn jemand jetzt die Intention äußerst, 100 ETH an eine bestimmte Adresse zu verschicken, dann würde dieser Bot auch tatsächlich eine Warnung aussprechen. Zum Beispiel, da er den Kontext der Wallet kennt, kann er sagen, dass der Nutzer niemals mit dieser Adresse vorher interagiert hat und nochmal eine Rückfrage machen. Möchtest du wirklich so viel Geld dahin schicken? Das sind 91% deines ETHs. Und ich habe jetzt bei einer Recherche herausgefunden, dass das wahrscheinlich, dass das eine frische Adresse ist. Diese Informationen sind ja über APIs für den Bot sehr, für den Wallet Assistant sehr leicht zu erhalten. Und es ist unüblich, an eine komplett frische Adresse solche großen Summen zu schicken. Vielleicht hast du ja einen Rechtschreibfehler gemacht, also einen Tippfehler gemacht in der Wallet-Adresse. Überprüf das nochmal. Hier dieses Beispiel bezieht sich auf Scam Protection. Also da wird aufgefordert, einen bestimmten NFT zu kaufen. Aber eine Recherche, also das Assistance hat ergeben, dass dieser NFT von vielen als Scam eingeschätzt wird und er spricht an den Nutzer dann eine Warnung aus. Also bei Nutzerintentionen, die dem Trainingsdatensatz entsprechen, da funktionieren solche Interaktionen so mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80%. Das ist natürlich noch nicht produktfähig, aber Projekt ist auch in sehr frühen Stadien. Und bei Intentionen, die nicht in dem Trainingsdatensatz vorhanden sind, sinkt das dann natürlich auf niedrigere Werte, so circa 40, 50%. Das hängt davon ab, was genau die Nutzerintention ist. Lässt sich also trotzdem so etwas bauen? Ich würde sagen ja, denn was man dafür am dringendsten benötigt, sind entsprechende Trainingsdaten, um ein Sprachmodell zu spezialisieren auf die Erstellung von Transaktionsobjekten und so eine Konversation über Intentionen für Ethereum-Apps. Und diese Daten sind Gott sei Dank reichlich vorhanden. Wir haben nämlich die komplette Geschichte der Ethereum-Blockchain. Hier ist so ein Beispiel von Trainingsdaten, wie sie verwendet worden sind für die aktuelle Version. Diese Trainingsdaten wurden generiert aus Seiten von Block Explorern und einem anderen Sprachmodell, was diese Seiten analysiert hat. Man muss sich das so vorstellen, man generiert eine Liste von Transaktionen, die zufällig ausgewählt sind oder die man speziell ausgewählt hat. Dann lässt man ein anderes Sprachmodell, also ein Assistant wie ChatGPT, die Intention aus dieser Transaktion rückschließen. Man gibt möglichst viele Kontextinformationen dazu und dann sind diese Rückschlüsse auf die Intention tatsächlich ziemlich exakt. Und dadurch bekommt man dann einen Datensatz, der aus Intention und dazugehörigem Transaktionsobjekt besteht. Und damit kann man dann ein Sprachmodell trainieren, feintunen auf die Erstellung neuer Transaktionsobjekte, die jeweils den Intentionen entsprechen. Auf diese Art und Weise ist es relativ einfach möglich, Tausende bis Hunderttausende Trainingsdatensätze zu bekommen. Ja, hier an dieser Stelle möchte ich auch schon schließen. Das Projekt ist noch in den Kinderschuhen. Nächsten Monat wird es eine Angel-Runde geben und dann innerhalb der nächsten Monate das Produkt zur Marktreife gebracht werden. Und schon geht es zu den Fragen. Ja, recht vielen Dank, Johannes. Das war ja eine Menge Information. Wenn jetzt also wenn du genug Daten hast, nehmen wir mal an, auch aus Arbitrageverkäufen oder Vergleichen, könnte dann dieser Assistent auch genutzt werden, um eine Arbitrageoptimierung, also sozusagen, wo kann ich zurzeit den günstigsten Tausch oder Swap zum Beispiel oder Kauf von Währungen machen? Kann man das dazu auch nutzen? Das ist eine gute Frage. Hier kommen wir tatsächlich auch in den Grenzbereich von dem, was heute solche sprachmodellbasierten Assistenten können. Das sieht man auch an den Fähigkeiten von ChatGPT. Sobald es um größere Mengen aktueller Informationen geht, wird die Sache schwierig.
Da mu muss dann entsprechend klug, müssen APIs integriert werden und der Assistent muss auch wissen, wie er diese APIs dann bedient, um so eine Frage zu beantworten. Also ich würde sagen, dass das durchaus in eher in den erweiterten Bereich fällt. Wir wissen nicht sicher, wie sich diese Sprachmodelle und die Fähigkeiten, die sie haben, in Zukunft entwickeln werden. Aber natürlich arbeiten zurzeit alle daran, auch größere Mengen von aktuellen Informationen in Antworten einzubeziehen. Wenn die Informationen, die für so eine Entscheidung notwendig sind, im Kontext enthalten sind und in den Trainingsdaten Beispiele gegeben werden, wie man aus diesen Daten Rückschlüsse ziehen kann, dann ist das durchaus möglich. Aber ich vermute, dass in den ersten Versionen des Assistenten solche konkreten Empfehlungen nicht drin sein werden. Ja, auch man könnte ja auch überlegen, ob man vielleicht sowas verwenden könnte, um MEV-Transaktionen zu erstellen, also Transaktionen, bei denen auf etwas allgemeinere Art und Weise Arbitrage erzielt wird. Und ich würde sagen, dass nach aktuellem Wissensstand das schwierig sein wird. Denn solche Sprachmodelle sind sehr gut darin, intuitiv gute Antworten zu erzeugen, aber sie sind nicht so gut darin, Simulationen durchzuführen und ja, auf analytische Art und Weise zu einem, zum Beispiel einer Ertragsmaximierung zu gelangen. Das ist nicht die Stärke solcher Sprachmodelle. Nach Okay. aktuellem Stand. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Habt ihr weitere Fragen oder gibt es weitere Fragen? Dann ist Ich jetzt sehe die günstigste zwei Gelegenheit. Fragen im Chat. Die eine lautet, soll das dann mit einem Solver-Network wie bei CowSwap verbunden werden? Nicht, also dieser Assistent ist nicht direkt spezialisiert auf bestimmte Smart Contracts. Natürlich kann er nur die Smart Contracts, also nur Transaktionen zu Smart Contracts ansprechen, die in seinem Trainingsdatensatz vorkommen. Aber es ist nicht so, dass ein spezielles Solver-API oder ähnliches angesprochen wird. Man kann sich vorstellen, dass ähnlich wie bei ChatGPT sowas in Form von Plugins dann in den Assistenten eingebaut wird. Aber im generalisierten Fall ist das jetzt nicht ein entscheidendes Merkmal eines solchen Wallet-Assistenten. Dadurch würde man sich ja auch auf ein bestimmtes Protokoll festlegen. Und zumindest nach aktueller Planung ist das so nicht gedacht, sondern die Stärke eines solchen Assistenten soll darin liegen, möglichst gut verallgemeinern zu können und aus den möglichen Lösungen für eine Intention eine vorzuschlagen, die für den Nutzer geeignet ist. Beantwortet das die Frage, Max? Ganz gerne rückfragen, falls. Ja, also ich meine, also zum Beispiel bei CowSwap ist es ja so, dass es eher Richtung Trading geht. Aber wenn man jetzt irgendwie Anoma oder Namada anguckt, das ist ja eher dann Intent unabhängig sozusagen. Oder das ist nicht nur darauf spezifiziert auf Trades, sondern kann alles Mögliche sein. Aber theoretisch müsste das ja dann auch mit so einem Modell möglich sein, wenn man jetzt sagt, oder wenn man jetzt spinnt, irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt Konzerttickets kaufen oder sowas, wenn das erhältlich wäre, Ja. müsste ja theoretisch auch möglich sein, wenn man da irgendeinen Markt anbindet oder sowas. Ja, Aber gut, da das hast ist du ja dann natürlich. tatsächlich die Aufgabe von Plugins. Das ist auch erst der Genau, ja. zweite Schritt. Ja. Am Anfang, also ich weiß nicht, ob allen klar ist, wie diese Plugins zurzeit bei ChatGPT funktionieren. Nicht besonders gut, aber es ist halt das, woran alle zurzeit arbeiten. Wie kann man solche Dienste an Sprachmodelle anschließen und zuverlässig dafür sorgen, dass die im richtigen Moment auch eingesetzt werden. Das ist ja, würde ich sagen, ein Feld, wo noch nicht klar ist, wie sich es in Zukunft entwickeln wird. Man kann, wenn man eine spezielle API anbindet, die zum Beispiel solche Ticketkäufe ermöglicht oder ein Exchange-Aggregator-API anbindet, um den aktuell besten Preis zu finden, dann ist das absolut möglich. Aber es ist praktisch jedes Mal eigene Implementierungsarbeit. Und die Hauptkomponente des Wallet-Assistenten soll eben nicht auf solchen Spezialimplementierungen beruhen, sondern aus den Trainingsdaten genügend Informationen erhalten, um gute Entscheidungen treffen zu können. Die zweite Frage ist, wäre der Assistent somit nicht ein Tool, Nutzungsverhalten einer fremden Wallet zu analysieren, also auch in Richtung Forensik?
Ja, auch dafür lässt er sich nutzen, genauso wie sich andere Sprachmodelle für viele, viele verschiedene Aufgaben nutzen lassen. Man kann natürlich auch eine fremde Wallet-Adresse eingeben und ich würde allerdings sagen, dass Tools, die darauf spezialisiert sind, solche Analysen durchzuführen, am Ende eine höhere Leistung da erzielen. Dieses Tool ist ja nicht darauf spezialisiert, Nutzungsverhalten hinsichtlich Forensik zu analysieren, sondern Transaktionsobjekte zu generieren. Und wenn man das mit einer fremden Wallet macht, dann kann man natürlich diese Transaktionsobjekte zwar generieren, aber am Ende nicht ausführen. Ich glaube allerdings schon, dass es sprachmodellbasierte Forensik-Tools oder Analytics-Tools in Zukunft geben wird. Die Herausforderung da ist aber auch, wie kann man große Mengen aktueller Daten von einem Sprachmodell analysieren lassen? Auch da haben verschiedene Projekte schon Ansätze gezeigt. Meistens funktioniert das dann über Modelle mit sehr großem Kontext, also im Moment also, so, dass große Datenmengen tatsächlich im aktuellen Kontext liegen können, und über zusätzliche Tools wie ein Python-Notebook, was dann das Sprachmodell bedient und nicht, also das Sprachmodell bedient dann ein Python-Notebook, was Zugriff auf die Daten hat, und die Daten selber liegen nicht im Kontext des Sprachmodells. Auf diese Art und Weise kann man natürlich dann auch Wallet Analytics betreiben. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Oder Eva, habe ich die Frage so einigermaßen beantwortet oder hast du noch Rückfragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann freue ich mich, dass ihr alle so lange geblieben seid und übergebe zurück an Ralf. Danke, Jonas. Ja, danke Johannes nochmal. Ich habe auch schon wieder die Seite eingeblendet. Wir kommen sozusagen in die Fragen und übergreifenden Diskussionen. Wenn es jetzt noch Fragen auch aus den anderen oder zu den anderen Vorträgen gibt, dann besteht jetzt die Möglichkeit, diese nochmal zu stellen. Auch gerne, nachdem ich diese Vorstellung hier gemacht habe. Wir suchen ja auch immer oder fragen unsere Kundschaft natürlich auch, was könnten Themen, interessante Themen sein, die für weitere Meetups interessant sind. Oder es kann auch gerne jemand von den Zuschauern, Besuchern, Zuhörern selbst Themen vorschlagen, um selbst Vorträge zu halten. Daran sind wir auch interessiert. Ich habe hier mal drei oder zwei mögliche nächste Thematiken aufgeführt. Einmal das Blockchain-Service-Netzwerk aus China bzw. Hongkong. Das ist also eine Service-Geschichte, wo entlang der Seidenstraße und der Digitalisierung des voran verschiedenste von dieser Firma aus China, Blockchain-Services oder Blockchain-Service-Netzwerke, ausgerollt werden, angeboten werden, sei es Hyperledger, Ethereum-kompatibel, Polygon, mehr als 20 verschiedene Blockchains, glaube ich, sind da jetzt drin, die dann auch in Web3-basierten Rechenzentren wie langsam Stück für Stück internationalisiert werden, ausgerollt werden, welche Services, höheren Services da dahinter stehen können. Das könnte Inhalt eines Vortrages sein. Wenn das interessant ist, kann ich mich darum kümmern, dort jemanden noch ranzukriegen. Eine weitere Idee könnte auch sein, Blockchain in der Raumfahrt. Oder gibt es schon Anwendungen, die in der Raumfahrt, im Space-Bereich genutzt werden, die Blockchain-basiert sind? Ich könnte mir auch vorstellen, das geht so ein bisschen Richtung dem, was jetzt Alex Ebeling bei euch in Form von Telekom und Gematik mit der Gesundheitsakte dort und Verimi Wallet, ob das interessant sein könnte, das vorzustellen, wenn ihr das dürft. Oder ich selbst war zum Beispiel am Wochenende vergangenen bei den freien Privatstädten. Das sind so Leute, die sich ein bisschen darum kümmern, wie könnte das Zusammenleben in der Zukunft aussehen. Sehr viel ist dort natürlich auch mit freiheitlichen Gedanken die Rede, die dann auch unabhängig von Zentralbanken machen, wo ein Web3-basiertes, ich sag mal, Society Operating System Stück für Stück
was alles auf Contracts, Smart Contracts und natürlich das Zusammenleben dann als Service oder statt als Service auf einer Blockchain und damit auf Kryptowährungen basieren könnte, ob das interessant sein könnte, dazu mal einen Vortrag machen und natürlich weitere Themenvorschläge. Das will ich einfach mal zur Diskussion stellen, damit wir nicht nur in unserem eigenen Saft immer schmoren. Vielleicht zum zweiten Punkt, EUDI-Wallet, das hat dann aber nichts mit dezentral oder Blockchain zu tun, ne? Das ist richtig, ja. Aber es ist dann ein eigenes Thema für sich, ja. Ja, gerne könnt ihr auch bei uns in dem Meetup, dort gibt es auch Diskussionsrunden, Anfragen, Vorschläge für Themen, auch für eigene Vorträge einbringen. Starten, da sind wir offen, auch gerne uns direkt im Meetup-Kanal ansprechen. Ansonsten würde ich, also wenn es da keine Meinung gibt, oder dann ja, vielleicht weitergehen. Gibt es jetzt noch Fragen zu den drei Vorträgen, die wir gehört haben? Ist im Chat, da sehe ich jetzt noch, was ist da? Nee, erstmal. Nichts weiter. Gut. Dann, ich sagte, wir haben auch immer so ein Treffen in Dresden. Da muss ich jetzt Johannes und Malte befragen. Nächste Woche Mittwoch findet da ein Treffen statt oder nicht? Ja, wir machen eins. Wir machen eins. Also dann auch dort wieder 20 Uhr oder 19 Uhr. Wann wollen wir uns treffen? Gibt es da Präferenzen? Sind eigentlich beide Zeiten recht von den Leuten, die wahrscheinlich kommen werden. Ihr könnt euch gerne jetzt äußern. Also ich würde 19 Uhr bevorzugen, weil ich abends immer noch nach Hause muss. Dann nehmen wir 19 Uhr. Gut, dann können wir. Wer kündigt es an bei uns im Meetup-Channel? Machst du, ja? Kann ich machen. Mache ich. Wunderbar. Ich wäre gern dabei, aber ich bin leider auf Projekt an dem Tag noch in Frankfurt. Ich komme erst spät wieder. Wir können es auch Schade. Donnerstag, wenn das bei den anderen passt, Donnerstag, 26. oder ist das nicht so? Nee, nee, lass uns Donnerstag. mal bei Mittwoch bleiben. Gut, Ja. dann. Okay. Nehmen Ja, wir hier an. nochmal auch eine interessante Erinnerung. Das war aus dem letzten Meetup. Die Bitcoin-Bildungsinitiative. Wer sich gerne daran beteiligen will, für die Bundestagsabgeordneten Geld einzuzahlen, damit von Ijoma Mangold die orangene Pille an alle Bundestagsmitglieder verschenkt werden kann. Das ist immer noch laufend, ja. Kann gerne unterstützt werden. Und Ich war letztens bei einer Lesung von dem, ja. letzte Woche in Hamburg, im evangelischen Gemeindezentrum in Blankenese, hat Ijoma Mangold eine Diskussionsrunde gehabt mit einem Kumpel, der Buchhändler ist, der hat ihn eingeladen, das war ganz witzig. Das glaube ich, ja. Ich bin Also sehr auch dran. intellektuell, ein sehr starker Mann, also Wahnsinn. Meine Frau ist ja auch Bibliothekarin und die macht auch mal Buchlesungen mit durchaus interessanten Leuten, wie zum Beispiel Gregor Gysi und Thilo Sarrazin haben wir schon mal Mitwalder geholt. Ich versuche auch, ihn zu kriegen für Mitwalder mal. Das würde ich dann auch in einem Kontext stellen, wenn es gelingt, für das Blockchain-Meetup und natürlich auch für die Hochschule. Mal schauen, ob das gelingt, aber ich weiß es noch nicht genau. Das wurde ja rechtzeitig bekannt geben. Super. Gut, ja, hier nochmal die Koordinaten für unseren Meetup-Channel. Wer es noch nicht kennt, kann auch gerne eingescannt werden. Ich lasse es noch ein Weilchen stehen. Aber ansonsten wären wir für heute durch. Ich bedanke mich für diejenigen, die teilgenommen haben und die es auch bis jetzt noch ausgehalten haben. Ich sehe gerade im Chat, ich finde Transaction Supply Chain für ein Thema fürs Meetup ganz gut. Ja,
an welche Lösung und oder Technologie hätte die denn gedacht? Wir hatten schon mal vor relativ langer Zeit die IBM Maersk Blockchain. Es gibt jetzt, glaube ich, von Maersk etwas Neues. Ja, ich glaube, Max meint was anderes. Vielleicht, Max, kannst du das auch nochmal in einer Audionachricht sagen. Ich glaube, es geht eher um die MEV Supply Chain, also Searcher, Builder, Validator, darüber zu berichten. Aha, das ist ja ganz was anderes. Ja. Ja, da ist es natürlich schwierig, einen wirklich kompetenten Vortrag zu bekommen, aber es ist definitiv auch was, was man im Stammtisch besprechen kann. Also in einer Diskussion, im Gespräch darüber ist es vielleicht manchmal leichter zu fassen als in einem Vortrag, der dann wahrscheinlich ziemlich komplex werden würde. Und man muss einen guten Vortrag finden dafür. Sollte das aber Ich bin gelingen, leider, wohne ich nicht in Dresden, nicht in Tübingen, aber ich bin halt nur ab und zu mal da. Deswegen, ja. Wollte schon immer vorbei, aber ist dann immer was dazwischen gekommen. Kann Ja, man ist gut. sowas auch online machen oder müssen wir es vorher erstmal wirklich sehr intensiv vordiskutieren? Johannes, das ist eine Frage. Also man kann alles machen, ja. Ich finde das allerdings kommt das für mich jetzt zu organisieren gerade nicht so sehr in Frage. Das Schöne an dem Stammtisch ist ja, dass man zusammenkommt und jeder bringt das mit, was er an Wissen und Fragen hat. Und ohne größeren Vorbereitungsaufwand kann man dann das Themen auf eine sehr nette Art und Weise diskutieren. Es ist online machbar, erfordert aber Vorbereitung. Also vielleicht, wenn jemand eine Idee hat, vielleicht findest du jemanden, Ralf, oder jemand von den Teilnehmern hat eine gute Idee, wer als geeigneter Vortragender dafür in Frage kommt, dann wäre das natürlich schon eine coole Sache. Ja, das Thema müsste mal jemand in die Hand nehmen. Also ich habe da jetzt hätte dafür jetzt für diese spezielle Geschichte da fehlt mir auch noch ein bisschen, glaube ich, das Wissen. Okay. Ich werde nochmal in mich gehen. Vielleicht kann ich dir mal jemanden benennen, den du ansprechen kannst. Gerne. Okay. Ja, dann recht vielen Dank für euch Referenten von Corpus und ich wünsche allen Projekten, die ihr versucht auf die Straße zu bringen, maximalen Erfolg. Eventuell kann man ja im halben, dreiviertel Jahr oder einem Jahr mal darüber berichten. Ich nehme an, dass Tokenize ein Selbstläufer wird. Ich denke, auch das DM3-Protokoll hat eine Chance, aber die Frage ist dort, wie man dort in der Community oder über Messenger-Communities, wie man da Anreize schaffen kann, auch für die Großen. Ne? Ich hab eine Frage vergessen, ihr Lieben. Ja, ihr habt doch Gasrock gar nicht präsentiert. Habe ich da Nein. was vergessen? Naja, es passt nicht immer alles in ein Meetup rein. Okay. Gasorg existiert, funktioniert, wird auch fleißig genutzt und wird demnächst ein Spin-out haben als Corp in USA, diesmal allerdings, nicht als GmbH. Cool. Ich habe auch noch mal ein NFT. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Cool. Alles andere. Alles gut. Super. Okay. Ja. Alex, wir Dankeschönen können ja, Abend. du kannst ja auch nochmal in dich gehen, Alex, ob wir eventuell bei der Telekom mal wieder, also bei der MMS, ein größeres hybrides Meetup, wo wir uns richtig alle treffen, machen können. Klar. Wird auch gerade renoviert, der Bereich, wo wir dann immer sind. Das sollte im Januar fertig sein. Ja. Mal Klar, schauen. auf jeden Fall. Das können wir wirklich immer machen. Gar kein Problem. Das ist Passt total einfach. unbürokratisch. Mir fällt noch eine andere Sache ein, hätte ich vorhin schon sagen sollen. Wir haben für die Organisation des Stammtischs eine Telegram-Gruppe, wo wir Umfragen machen, wann er stattfinden soll oder welche Themen wir vielleicht mal besprechen wollen und wo wir uns treffen. Also falls jemand Interesse hat, in diese Telegram-Gruppe eingeladen zu werden, dann meldet euch doch bitte bei Ralf oder bei mir. Der Ralf kann das dann weiterleiten oder ja, also fragt einfach nach, dann könnt ihr natürlich. Ich muss jetzt selber suchen, die Telegram-Gruppe, können wir die hier auch, da kann man sich auch selber einladen.
Können wir die Genau. nicht Weiß schnell noch in den ich Chat gerade nicht, stellen? wie die organisiert ist, ob das möglich ist. Ich bin eigentlich dafür, die so zu halten, dass man dort auf Einladung reinkommt momentan. Also, dass da Leute drin sind, denen wir auch vertrauen. Ja, Und nicht okay. irgendwelche Fremden reinkommen. Also Gut. fragt einfach. Und dann, wer hier dabei ist, der hat sich sozusagen qualifiziert. Okay, dann danke nochmal an alle für die Teilnahme und hoffentlich bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Restabend. Super, Dankeschön an alle. Danke. Ciao. Danke. Danke Tschüss, schön. ciao, Schönen ciao. Abend. Tschüss.